The Wild Angels, Aula die Waldfee, ne? Gut, für 66 war das wahrscheinlich eine ziemlich innovative Geschichte, aber so hat man den Deutschen damals gesehen, ne? Dann hätte ich hier ganz wichtig in eigener Sache noch. Ich mache gerade ein Musikprojekt und ich möchte Kati drum gebeten haben, ob du nochmal irgendwas mit Aria brüllen kannst oder sowas. Wenn du die Tage bei Dennis bist, dann will ich die Klamotten vom Leib reißen und sagst, helft mir, die wollen alle meinen Körper und Aria und Menschenrasse oder sowas. Da, einfach, aber auch bitte deutlich sprechen. Ne? Das wäre mir persönlich wichtig, damit der Song auch gut wird. Ne? So, ich habe noch mehr News, warte. Christian Lindner, ne? Ah ja, ich mag ihn ja nicht, ne? Christian Lindner, der hat auch jetzt ein eigenes Wahlplakat, sieht dann so aus. Freie Demokraten, Mist, wie man Wähler pimpert, habe ich im Politikstudium gelernt. Doch wie kann ich mich selber pimpern? Bin so verliebt. Christian Lindner, alle 11 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst. Es geht nur um mich. Fand ich total süß, ne? Muss ich ehrlich sagen. Der hat ja auch ein bisschen Sexappeal, ne? Also das heißt, wenn das mit der Politik nicht funktioniert, kann der immer noch hier über die Bretterporté oder wie das heißt hier, über die Brettershow irgendwie Herrenanzüge vorführen. Irgend so ein Scheiß, ne? Da wird einem schon was anfallen. So, Facebook löscht tausende falsche Konten. Ja, das finde ich in Ordnung, muss ich sagen. Dann hat sich einer wieder kaputt gefahren. Und Herne, Autos von Michel Müntefering in Flammen. Also jetzt nicht, das muss ich jetzt sagen, ist ja im Prinzip ein bisschen fairer Ausgleich. Von der linken Quote wird konsequent alles in Brand gesteckt, was politisch unattraktiv ist. Ne? Herne, Autos von Michel Müntefering in Flammen, ne? Die Michelle ist hier die Dame hier, diese etwas jüngere, und der Herr Müntefering ist dieser Typ, der sich mit der Krücke durch Nordrhein-Westfalen schleppt. Münte ist ja schon ein klein bisschen älter, ne? So, die holen sich alle im Alter nochmal hier so junge Hüpfer ran. Mal gucken, ob ich das auch hinkriege, ne? Dann ganz wichtig, muss ich sagen, Genosse Siggi hat jetzt, Siggi ist ein Level weiter, ne? Muss man wirklich sagen. Siggi sagt, scheiße, die machen alle irgendwie meine Olle im Hand. Einige versuchen, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen, sagt die Welt. Jetzt wird es persönlich. Ja, lieber Siggi, da können viele Deutsche sozusagen schon ein patriotisches Lied drüber singen. Es geht vielen Menschen in Deutschland so, dass ihnen Dinge widerfahren, die man gar nicht glauben möchte. Ne? Einfach mal lernen, bessere Politik machen. Ne? Ansonsten schön weiter mit der Diät machen. Mittlerweile, sag mal, von der Optik gefällt es mir ganz gut, von der Politik natürlich nicht. Ne? Scheiß Sozis, ne? So, Kommunistenpack, dreckiges. Mein Name war Knacki Deluxe, fick dir die Nachbarn bis morgen. Nein, Quatsch, jetzt geht's erst los. Auch noch die Lampe, ne? Ich hab, einen muss ich noch zeigen. Und zwar geht's darum. Manuel Meint, da gibt es einen Kanal, Manuel Meint heißt der. Ich weiß jetzt nicht genau, was Manuel Meint. Halt die Fresse so. Da gibt es ein Video, das nennt sich Kugelerde Live. Ich mache mal kurz einen Screen. Da ist Ben Daniel mit Manuel Meint dran. Erstmal haben die ziemlich wenig Aufrufe. Gut, kann dran liegen, dass das Programm ziemlich scheiße ist. Und ich möchte euch einfach mal bitten, geht doch mal bitte auf diesen Kanal nachher, wenn ihr Lust und Laune habt, guckt euch das an. Und zwar seht ihr hier Ben Daniel, ne, bei Manuel Meint. Also Manuel Meint ist der Typ, der mit dem Höhner zusammen den Woiner verwemst hat, wegen der Möhrennummer in dem lustigen Musikvideo. So, der Ben Daniel, das ist hier, sagen wir mal, dieser momentan, ich weiß nicht, ob der Parkinson kriegt, der wackelt also die ganze Zeit im Bild rum. Ben Daniel war eine ganze Zeit bei uns im Hangout und hat uns doch aufgeklärt über Bitcoin und wie schön die Welt ohne Geld sein kann. Und bei Manuel Meint ist er in einer, sagen wir mal, etwas gespannten Körperhaltung immer wieder am Nachdenken und will den Leuten auch irgendwelche tollen Sachen erzählen. Allerdings macht mich das rumgewackelt total nervös. So, weil ich finde das immer total klasse, wenn, das ist auch für die Screenshots besser, wenn man einfach gutes Ziel abgibt, ne? Einfach mal Brust raus, Bauch rein, stramm durchatmen, wie sich das für ein Aria in Frankreich gehört, und fertig. So, was mich schockiert hat an der ganzen Geschichte ist,
Ich weiß nicht, ob das jetzt Volksverarschung ist, was die da betreiben, oder ob das wirklich denen ihr Ernst ist. Nachdem sie sich ja gegen das Kapital ausgesprochen haben, haben gesagt, das wäre alles so böse, kauf Gold, am besten Silber, dann hast du nicht so schwer zu tragen. Wegen Wechselgeld sozusagen, ne? Silber. Und da die Wirtschaft so gemein zu uns ist und da das alles total böse ist, ist Ben Dhani jetzt mittlerweile einen Schritt weiter. Er empfiehlt, beim Asiaten einzukaufen und bei Amazon einen eigenen selbstständigen Handel zu betreiben. Jetzt frage ich mich natürlich, inwiefern hat das mit dem kapitalistischen Kampfplan von Ben Daniel noch was zu tun? Ich habe so ein klein bisschen das Gefühl, das ist ein schlechter Plan, aber da reden wir die Tage drüber. Ich habe es heute Morgen nur kurz mal so beim Frühstück durchgeballert und habe gesagt, das ist nicht mein Ben Daniel, wie ich ihn kenne. Meiner hat das System komplett abgelehnt, konsequent, wie sich das für so einen Emo-Nationalen gehört, ne? Emo, emotional, rational, national, ne? Ich lehne einfach alles ab, ne? So. Die Welt spielt verrückt, ne? Nur der Knacki, der war vorher schon verrückt. So, jetzt haben wir das. Und ansonsten würde ich sagen, im Grunde bin ich jetzt mit den News erstmal so weit durch. Mögen die Spiele beginnen, ne? Ich habe noch kaltes Bier im Kühlschrank. Wer Lust und Laune hat, ihr dürft mitmachen, ne? Und ganz wichtig, Hagenschütte. Bei dir habe ich gerade vergessen, den Satz vorzuführen. Was dir echt gut tun würde, ne? Ich lade dich jetzt auch gleich noch ein hier in diese Nummer. Wenn du einfach mal bei einem Thema bleibst, also hier diese Friedenskämpfe an 3000 Stellen gleichzeitig, ne? Also mich macht das rappelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so. Das war die Geschichte, ne? Ihr wisst, wer hier nicht freiwillig kommt, wird zwangsweise akquiriert, ne? Das ist ja hier ein klein bisschen wieder bei NVA, ne? Nationale Volksarmee. Hier wird auch zwangsweise rekrutiert, wenn die Gesprächspartner nicht freiwillig kommen, ne? So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob der Mozart ansprechbar ist und der Marc. Danach werde ich als Plan B meine Quotenhippe auf Mozart hetzen und dann ist der Abend eigentlich auch gelaufen. So, jetzt haben wir erstmal den Mozart. Der kriegt jetzt hier erstmal so eine. Mal gucken, ob der schon im Trainingslager ist, ob er schon angetrunken ist. Mahlzeit. Du hast dich nicht an wie Mozart. Aber egal, du darfst auch bleiben. So. How do you do? How are you? Heißt auf gut Deutsch, Willi, was machst du? Wie geht's dir? Oh, ganz gut, bin ein Bierchen am Trinken. Auch ein Bierchen? Und Dennis kluge Sätze von gestern noch am Verdauen. Die da waren, die klugen Sätze sind ja sehr selten, aber wenn du schon einen aufgeschnaubt hast, oh, warte mal, hier, guck mal, die roten Lippe. Jetzt. Ja. So sieht Mutter hat Schiss und die Hippe ist eingeschüttet. Ja. Was stellen wir denn jetzt an? Übrigens ganz kurz Quotenheini, ne? Dennis, du bist mit 252 Nationalen rum. Ich habe hier gerade, übrigens ganz alleine, 237, keine Ahnung, ich habe den Rest. Ich weiß nicht, wie soll ich mein Publikum nennen? Deutsche. Keine Ahnung. Wie immer, Vollidioten. Nein, komm, lass mal. Aber liebe Vollidioten. Googelt mal Quotenhippe. Das Beste war von Dennis gestern, dass er die Diagnose schon. Das war absolut das Beste. Ja, sag mal so. So wie das aussieht, hat die. Hallo Mozart. Hi Mozart. So wie das aussieht, hat seine Psychologin sich spontan in ihn, in seine arischen Gene verliebt. Ja, da habe ich ja noch drauf gewartet. Da sagt ihr mir geil. Nabben! Ja, ihr könnt ruhig dazwischen brüllen. Heute ist alles erlaubt. Hedwig, nicht so laut. Ja. Ich bin nicht laut. Nee, aber da habe ich echt noch drauf gewartet, dass er dann noch erzählt, die wir geil auf ihn geworden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hat er wieder seinen gebrauchten Bossanzug spielen lassen. Der zieht alle Register bei den Weibern, die Dreck, so ehrlich. Also, ich muss hier, Mozart, du bist ganz leise. Ganz leise? Jetzt besser? Du bist ganz leise. Ganz leise? Für alle übrigens, die mir jetzt hier auf die spontane Idee kommen, mir mal eine Pizza schicken zu wollen, ich nehme Diavolo, aber XXL. Ne? Ich habe Hunger, ich könnte hier zwei Aria fressen. Ne? Und bezahlen vorher nicht vergessen. So, einfach ja, mal ein bisschen betteln. Hier der eine, hier der Seven, der haut ja neuerdings immer seine Kontonummer mit raus. Ne? Finde ich gut. So, jetzt hat er mir aufgedreht. Vielleicht kann man. Ja, jetzt. Ja, jetzt ist richtig. Mozart, ich habe mal eine Frage an dich. Ich mache heute keinen, ich weiß doch nichts. Doch, du bist doch im Rechtswesen ein bisschen bewandert. 12. Gut, reicht.
Bist du der Meinung, dass der Dennis vom Haken ist, wenn er da den Jagdschein hat? Was soll ich raushauen? Ja, weiß ich, was hat er denn? Grad der Behinderung, GdB, wie hoch? 50? Nein, der musste ja angeblich zum Gutachter gestern wie in seiner Psyche. Also ich meine, was er da. Das Gericht hat ihn ja verurteilt, dazu so einer Zwangstherapie zu gehen. Einfach um zu gucken, wie viel Baller der ist. Jetzt hat er gestern hier so eine 8 Stunden Selbsterklärungsnummer, dass diese arische Ische sich total in ihn verknallt hat, nachdem er in seinem geliehenen Bossanzug da aufgetaucht ist und er hätte sie überzeugt. Die patriotische Grundhaltung wohl total super und so. Und dann hat er noch ein Video gemacht über diese vermanschte Neger-Fotzen-Tussi-Polizei-Dingsbums-Aktion, wo er eine Anzeige und aber auch die Psychologin hat gesagt, das wäre im Rahmen seiner mentalen Möglichkeiten total super, wie er das formuliert hätte. Und auch Telejude wäre total sympathisch und hätte sie noch nie gehört, selten so gelacht, hi-ha-hu und so. Und dann hat sie wohl gesagt, geh mal an die Bauklötze und bau mal so einen Elefanten oder sowas. Und weiß ich nicht, der hat da gestern einen losgezimmert. Unglaublich. Unglaublich, ehrlich. Gut, wenn du diesen IQ hast von unter 70, da kommt auch die Nummer immer gut raus vor Gericht, da kann man dir eigentlich nicht viel, du hast da einen dabei, der erzählt dir, bestätigter IQ von 70, sag mal ein bisschen blöde, dann kannst du dir schon mal ein bisschen Dinge erlauben lassen, weil du weißt ja nicht, was du tust. Gerade der Behinderung ist ja eine andere Sache, wenn ich, sag mal, etwas in der Birne habe, also nicht in der Birne, sondern ich habe jetzt, ich bin bipolar oder ich bin schizophren oder wie auch immer. Ich habe eine Persönlichkeit oder so, dann das wird bestätigt. Dann kann man sich schon mehr Sachen rausnehmen jetzt als du oder ich. Ja, aber führt die Nummer früher oder später in die Forensik oder nicht? Ja, du, ich bin ja kein Jurist, habe ich keine Ahnung. Das kommt auch so aus dem, wie man das so im Leben erlebt hat. Ne? Ja. Oder so. Da hast du ja auch mal so Knalltüten da vor dem Gericht stehen gehabt. Die hatten echt einen bestätigten IQ wie eine Kartoffel. Was willst du mit dem anfangen? Ne? Ja, aber. Aber doch nicht Dennis. Dennis hat angeblich einen IQ von 143. Ja, sagt er. Er hat ihn gemessen? Nein, sagt er doch immer. Und so wie er das ja darstellt, ist er ja freigesprochen. Und wenn er jetzt den Schein noch kriegt, dann könnte er machen, was er wollte. Und ihm wird nichts passieren. Er ging weder in den Knast, noch in eine Psychiatrie, noch Christian Vormund, noch sonst was. Genau, und der nächste Plan, den er hat, er hat gesagt, der wird, wenn er das schriftlich hat, dass er Baller ist, wird er sich original mit einer Wehrmachtsuniform dahin setzen. Endlich kann er mal die Freizeittrikotage tragen, die er immer schon mal wollte. Und ich habe, was ist los? Nee. Ja, da muss er schon mit vorsichtig umgehen. Also das heißt jetzt nicht, dass du einen Freischein hast, wenn er also diese Bipolarität beziehungsweise affektive, da kommt er noch hinzu, ne? Affektive Schizophrenie beschrieben wurde, das ist ja meistens eine Kombination. Ja. Und klar, dann hast du Spitzen und Tiefen und du schiebst raus, bist dann total euphorisch und dann kommt diese Schizophrenie dazu und dann macht man Dinge, die man am nächsten Tag bereut. Das ist schon eine ganz komische Nummer, die da läuft, ja. Aber ich bin da kein Jurist, ich gehe mal nur vom normalen Menschenverstand aus. Wenn der Junge also einigermaßen geradeaus guckt, dann sollte der sich seine Hangouts ansehen und sagen, Moment mal, also nicht so ganz über das Leder ziehen, weil das häuft sich ja auch, denke ich mir mal so. Ja. Du weißt ja, wie die Zeiten sich mittlerweile gewandelt haben. Da ist es mittlerweile ja gar nicht mehr interessant, ob du bekloppt bist oder nicht. Du musst ja nur das falsche Wort sagen. Weißt ja, der Name, der nicht genannt werden darf, diese komische mit I und hört mit M auf. Man darf ja heute schon nicht mehr so viel erzählen. Aber ich bin der Meinung, egal ob er jetzt wirklich für bekloppt erklärt wird oder nicht, also so einfach daraus kommt der nicht. Du, ich weiß es nicht. Ich muss ausprobieren. Sag mal so, ist ein Präzedenzfall für uns alle. Ne? Wenn Dennis das schafft, machen wir das auch. Wollte ich gerade sagen, dann ziehen wir aber nach. Oder durch hier. Dann lassen wir uns alle für bekloppt erklären. Da kriegen wir locker hin. Dann geht los. Ne? Ja, da sind wieder welche am Raten. Ist es Mozart, Ben Hur? Nein, er ist auch nicht Dieter Hur. Er ist nur Dieter. Er ist nur Mozart. Ich bin der Mozart. Bist du denn im Trainingslager? Kann ich dich morgen zum Saufen überhaupt hier brauchen? Ich habe schon durchgezogen. Ne, die Frau ist ja am Kaufen wie verrückt. Die schleppt mir die Kisten hier rein. Ich muss ja im Training sein, wenn ich gegen dich antrete. Im Battle, weißt du? Ziehst du den Trainingsanzug an oder kommst du im lockeren Outfit? Ich habe kurze Hose. Kurze Hose, okay. Boxershorts. Weißt du, das muss ja ein bisschen locker sein. Ne? Ja. So, Paul. Kaum rede ich von Boxershorts, kommt Pullin an. Ich bin schon länger da. Paulinchen ist schon länger da. Ja. Echt? Ja. Ich dachte, Eulen können so gut sehen.
Ich hatte übrigens einen Anruf heute bekommen von Die Wahrheit. Oder war das gestern? Gestern. Der Kollege hier, der. Vom Enrico. Vom Enrico, genau. Genau. Enrico. Und war sehr nett. Waren zwar sehr viele Ös drin, aber war auch sehr nett. Enrico, hör mir zu, du geisteskranker Vollidiot. Würde ich sagen, dieses Ö, macht das Ö weg, das macht mich rappelig. Der Rest ist gut, aber die Ös sind scheiße. Mach die Ös weg. Mach ein Ü rein. Ja, aber wenn du dir seine Videos so... Ich hab das ja auch mal, diese Nee, lass mal. Enrico, mach die Ös weg, dann ist alles gut. Er ist schon eine komische Unart. Ich manchmal so Moderatoren, die im TV sitzen, jetzt sage ich mal Bonner Runde oder irgendwelche Sachen, die da früher gelaufen sind. Und da sitzt ein Moderator, der immer nach jedem dritten Wort sagt, können Sie mir mal erklären, die Situation jetzt beschreiben, wenn Sie, boah, dann mache ich aus. Ja. Ein Ö kaufen. Kannst du aber schöne Trinkspiele mitmachen. Ja. Dann hört das auch automatisch mit diesen Ö auf irgendwann. Finde ich eine konstruktive Idee, jemandem das abzuerziehen. Ach, der Bäcker hat sich, guck mal, selbst den Bäcker haben sie ja Deutsch reden beigebracht. Findest du? Dann hat er gemerkt, Deutsch ist kompliziert, ich gehe lieber englischsprachigen Raum. Was heißt denn, finde ich? Hast du dir die ersten Interviews mit Bobbel immer angehört damals? Ging ja wohl gar nicht. Ja, das stimmt. Ich, Ball, zurück, Feste, Trainer zufrieden. Ja gut, der hat ja auch nicht die Schule so lange genießen können. Der war ja mehr auf dem Platz. Ne? Ja. Klasse. Muss man ihm auch zugute halten. Ah, warte mal. Forensik-Zuständigkeit TTA, den dürft ihr übrigens nicht löschen. Der ist wichtig. Der macht sehr aufklärerische, schöne Videos über Berlin. Der hat also direkten Kontakt zur Forensik. Der hält uns in der Patientenakte Dennis auf dem Laufenden. Ne? Sehr wichtig. Dennis erwähnte Sodomie und Kinderfickerei. Damit würde er aber weggesperrt. Aber sowas. Wenn das jetzt seine neuen Hobbys wären. Das ginge dann recht zügig. Ja, das geht ganz schnell. Nee, Dennis macht jetzt Leichtathletik. Echt? Ja. Bei Demonstrationen schnell weglaufen. Ja, warte mal. Warte. Er ist recht sprintstark, habe ich gehört. Kannst du auch sehen. Dennis macht jetzt Sudoku, der trägt einfach irgendwas ein, egal ob es passt. Und das sogar im Bossanzug. Ja, aber das Sudoku habe ich auch mal jemandem gegeben. Ich sage, mach mal, löse mal. Der sagt, ja, nach einer Minute gibt der mir das. Ich sage, was, fertig? Er sagt, das ist so einfach, da brauchst du nur die Zahlen da eintragen. Ich sage, bist du doof? Hast du das nicht verstanden, das Prinzip? Wieso sagt der, brauchst du nur die Ziffern da eintragen? Alles klar, dann habe ich ihm was anderes gegeben. Da so ein Mal-aus-Mal-Spiel. Was ist ja so Mal nach Zahlen? Das ist dann besser gewesen. Unglaublich. Ja, manche machen das. Tragen einfach was ein, passt. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich meine YouTube-Karriere hier echt beende und irgendwie nur noch Comics vorlese oder sowas. Oder ich als Pantomime, ich habe mir vorgemacht, vielleicht kannst du so Comics lesen und dann spielst du das nach als Pantomime und die Leute müssen erraten, worum es geht. Aber weil Tom und Jerry. Weil hier der Let's Play macht nichts mehr, Tony Mahoney macht nichts mehr, der TTA macht demnächst auch nichts mehr, Ein Auge macht auch nichts mehr. Mir wird langweilig langsam, ganz ehrlich. Chaos Crystal, er hat ein Buch geschrieben. Das Problem war ja, dass der PC dann beschlagnahmt wurde, wo das Buch drauf war. Und das waren 7 Jahre harte Arbeit. Er hat das doch gar nicht geschrieben. Für die ersten 2 Seiten. Der hat das Impressum von Breivik geändert. Tausend Seiten. Tausend. Dauer angefangen, Buch zu schreiben. Dann hätte man ihm mal sagen sollen, dass pro Seite nicht nur ein Wort stehen darf. Da wäre ich ja wirklich gespannt, was er dem Menschen halt sagen möchte. Naja, wenn der so schreibt, wie er vorliest, kann da nicht viel bei rauskommen. Ich habe jetzt auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Achso, ich dachte vorzulesen. Hab ich angefangen. Nur der Anfang ist manchmal so schwierig, aber jetzt habe ich die Runde gekriegt. Geht los. Der Monkey hat gerade einen rausgehauen. Eieieiei. Salve. Ei. Was heißt denn die Salve? Hast du da Rücken oder was? Hm? Also, nee.
Tony Mahoney hat erkannt durch die Sonnenfinsternis, dass die Erde rund ist. Jetzt ist er völlig am Boden zerstört. Am flachen Boden liegt er jetzt. Am flachen Boden? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der sich durch Fakten verwirren lässt. Mozart, das ist doch Blödsinn, was du jetzt sagst. Das sind zwei Scheiben, die sich senkrecht gestellt haben. Also, was ist er denn da wieder? Eine kurze Frage an den Chat nochmal. Habt ihr euch jetzt darauf geeinigt, wer mir heute Abend eine Pizza sponsort? Sonst muss ich hier zwangsweise einen bestimmen. Dass ihr da vielleicht mal langsam zur Pötte kommt, weil die machen heute bei uns früh zu. Ohne Käse, sonst ist fertig. Nicht ruhig mit viel Käse, mittlerweile geht's. Du bist jetzt im Training. Ja, Käsetraining. Ich habe gestern, glaube ich. Heute war ich auch auf so einem Blog, ich gucke ja auch Cluster Vision 2, der Typ. Der war, finde ich, gar nicht schlecht. Und dann der Chat gelesen, da war ein Mädel drin, die hat gesagt, ich verstehe das nicht. Man kann den Mond in einer 10 Uhr Position sehen und die Sonne auf 2 Uhr Position. Das geht doch auf einer runden Erde gar nicht. Ui, habe ich gedacht, da ist ja wieder was für mich. Da haben meine Finger schon gezuckt. Und dann habe ich der da so was geschrieben und dann dachte sie, ja, die Erklärung Mozart finde ich ja klasse, aber das verstehe ich trotzdem nicht. Dann habe ich ihr Bilder geschickt. Ich bin mal gespannt, ich habe noch keine Antwort. Vielleicht hat sie das jetzt gecheckt. Da wird auch nichts rum, macht er keine Sorgen. Was hast du denn der für Bilder geschickt? Ja, nicht von mir. Naja, wer weiß. Ist der kleine Michel schon da? Der Michel fehlt auch noch hier im Sortiment. Dann wollen wir den. Der war eben hier schon gerade zugange im Chat. Ja, dann wollen wir den mal zwangsweise einladen. Und den Hagen will ich auch noch mal haben. Und den Maiko Trübe will ich auch noch mal haben. Oh, verteilst du heute eine Partei? Karten? Heute ist zwangsweise antreten angesagt. Also ich habe da verstehe ich keinen Spaß. Skript Seite 4, ganz oben rechts steht und das. Ich hab bei mir unten Skriptfehler. Wie kommt das? Ich weiß gar nicht, wo der Hagen abgeblieben ist. Hagen, da ist er. So. Macht der jetzt ja der Maiko oder Marco macht jetzt irgendwie auf Partei, habe ich mitgekriegt. Der hat was gegründet, ja. Eine Partei. Ich wollte ja auch mal eine gegründet, aber hat ja, habe ich mal wieder. Haben sie verboten, ne? Ich wollte gründen, die Partei der zukünftigen Arbeitslosen. Das wäre, da hätte es schon mal nicht schlecht. Das war vor der AfD. Das war so 1999, 2000 die Dreh. Ist keiner auf die Idee gekommen, ist eine Hartz-IV-Partei zu machen. Aber hast du schon mitgekriegt in der Wahlprognosen, AfD mittlerweile 9%, 10% vor den Grünen, vor der FDP. Als dritte, habt ihr heute angeguckt bei dem CDF, war so eine Wahlprognose. Ja. CDU vorne, SPD 24% und dann kommen schon AfD mit 9% und die anderen alle 8% und 7% und 6%. Grüne auf 6% runter. Ja. Also Wahlbeobachter auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall einen Wahlbeobachter. Aber gut, das ist mal gar nicht so abwegig, dass AfD drittstärkste Macht wird, gehe ich von aus. Das gucke ich mir an, wie das so alles funktioniert. Interessiert mich mal wirklich, wie das so abgeht. Wie der so ausgezählt wird und wie man die Häufchen da so fuscht. Bei links, bei rechts eine fallen lassen. Wie so ein Hütchentrick und so. Zack, plötzlich ist halb so cool. So. Und ich habe das gar nicht gesehen. Gibt denn sowas? Da bin ich mal gespannt. Ja. Und Kugelschreiber nehme ich mit 100 Stück. Die lege ich da schön aus. Nicht mehr mit der Farbe Buntstifte da schreiben. Lässt du gleich bedrucken. Lässt bedrucken von der AfD. Leg's aus. Scheißegal, aber ich will sehen, dass das richtig läuft. Darum geht es mir. Also, das ist doch eine Scheiße hier. Guck mal in NRW, dieses Bundesland da irgendwo da mittendrin. Der war doch jetzt bei der Landtagswahl. Das ist doch schief gelaufen. Die Auszählung ist doch total für den Arsch gewesen. Da haben die jetzt am Beantrag eine Neuauszählung. Ja gut, jetzt entscheidet der Landtag, ob man eine Neuauszählung macht oder nicht. Das ist doch so, wie wenn ich jetzt, was weiß ich, ich gebe da gar kein Beispiel für. Ich kann doch jetzt nicht irgendjemanden, der schon Scheiß gemacht hat, einen Auftrag geben, der soll jetzt darüber entscheiden, ob er das nochmal auszählen lässt. Das geht doch nicht. Dann lass das auszählen nach der Wahl. Ja, so. Ich habe hier eine kurze Beschwerde an den Chat. Ihr müsst ein bisschen mitarbeiten. Ich will kein Geld haben. Ich will, dass ihr mir was bestellt. Das ist viel wichtiger. Ich darf keine Geldspenden annehmen diesen Monat mehr. Das gibt Ärger. Ich nehme sowieso keine Geldspenden an, aber ich habe eine riesengroße Tiefkultur. Ich kann da 600 Pizzas verstauen. Wichtig wäre mir einfach heute mal ein Community-Projekt, eine schöne Diabolo für den Knacki von Lieferheld oder Lieferando und bezahlen, vorher nicht vergessen. Ne? Was ich empfehlen kann. Ich will auch einen Deal machen, wenn ihr das hinbekommt, 10 Pizzas oder so, dann schlage ich mir morgen irgendwie mit dem Hammer hier Nägel durch die Birne oder solche Sachen oder ich werde Mozart quälen. Irgendwie solche Sachen oder ich lade Pauline ein zum Reste fressen. Oben ohne. Online. Weil sie hat so ein Pfeifen im Headset. Irgendwas ist hier wieder kaputt. Bitte? Ja, sag einfach ja, dann ist gut. Ja. Holger, was heißt denn das Prinzip ja schon nicht. Nein. Was heißt denn bei dir oben ohne? Hast du den Käse dann schon abgefressen oder wie?
Nein, das, also ich werde Pauline ganz körpertechnisch mit Gouda belegen. Aber hinterher hast du jetzt schon getrunken oder was ist mit dir? Hinterher darfst du die VR. Und dann ab in eine Mikrowelle zum Überbacken oder was? Ich wollte sagen, wir können auch Ofenkäse nehmen, aber ich glaube, das wird dir nicht so gut gefallen. Ich habe einen ziemlich ekligen nicht rein. Ja, Karl, hast du schon vollkommen recht. Ich weiß, was du meinst. Ist schon richtig. Nur, man muss einfach mal dabei bleiben. Ich war bei der letzten Wahl, bin ich ja wieder nach Hause gegangen und die Bude war leer. Und du weißt immer, wer da sitzt. Ja, das sind meistens Lehrer oder irgendwelche Verpflichteten, dann irgendwelche Kiddies, die meinen, die müssen jetzt die Demokratie retten. Und das mag ich halt nicht. Jeder hat seine Wahl, egal was er wählt, wenn er die Tierschutzpartei wählt. Aber es kann nicht sein, dass da irgendwelche Menschen sitzen und die Zettel, die sie ausgezählt haben, zu einer anderen Partei zuschlagen. Was du da meinst mit deinem Telefon, wenn jetzt der Wahlleiter aus dieser Wahlauszählung hingeht und übermittelt die Zahlen per Telefon an das nächsthöhere, an die nächsthöhere Stelle und er sagt jetzt einfach andere Zahlen, das macht er nicht, glaube ich nicht, weil damit kriegt man den so schnell an den Foot, das wird der, glaube ich, nicht riskieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht, haben sie verurteilt bei der letzten Wahl da, irgendwie im Osten, der hat auch ein bisschen gemogelt. Der 2 Jahre, 8 Monate auf Wahlfälschung. Sagen wir, dann macht eine Runde, das überlegt man sich doch wohl. Aber wenn das wird dann nachher gedruckt, in der Zeitung ist das, glaube ich, gedruckt, das Wahlergebnis. Dann die einzelnen Stimmen pro Wahlbezirk wird dann auch nochmal aufgelistet. Ja, da wird gerade gefragt, ob Amazon-Gutschein oder so missgeht. Natürlich geht das Problem. Ist die Pizza hier, ist sie kalt. Ne? Hallo, Maiko. Hallo, Billy. Hallo, Maiko. Hallo, Bonnie. Hallo, Mozart. Hallo, Leon. Hallo. Wie viele Unterschriften? Hi. Hallo, Maiko. Wie viele Unterschriften? Volker. Wie viele Unterschriften habt ihr zusammen? Hast du faule Sau? Hast du so, jetzt habe ich alle. Hast du faule Sau die Woche noch was gemacht? Wie viele Unterschriften habt ihr zusammen? Ja, also ich habe gestern noch mal 3 jetzt hier so aus der Nachbarschaft geholt. Ich werde morgen auch noch mal los, ein paar Flyer verteilen. Ja. Schreib mich da mal mit drauf. Ich mache auch mit. Du wohnst ja nicht in Niedersachsen, geht ja leider. Ist doch egal, dann ziehe ich um. Nee, du könntest ja eigentlich, Volker, du könntest ja eigentlich einen Landesverband von den Grauen in NRW gründen. Da gibt es noch keinen. Ja, Rollschuhe, hier wird noch gefragt, Rollschuhe 46 wäre noch wichtig. Ich habe welche in 46, aber Rollerblades. Ne? Ich bin damit mal eine Kurve bei mir übrigens gefahren hier. Ganz übel Geschichte, Christi. Bremsspuren kaum weg hier auf dem Laminat. Nein, alles gut. Ich bestelle mir die Pizza auch selber. Nee, alles gut. So, ich hab richtig Hunger auf so eine eklige, fettige, dreckige Pizza. Bah. Hallo Leon, hallo Marc. Ach, Leon ist schon wieder weg. Der hat was von Pizza gehört. Der hat auch Hunger, ne? Der kommt gleich wieder. Er hat ein sehr kleines Problem. Was heißt denn hier? Ein Mikroproblem. Ein sehr kleines. Marc, was machen die Bäume? Oh, den Bäumen geht's gut. Der Osten komplett. Alle Extremitäten noch dran bei dir? Zeig mal, hast du ja. alle Finger noch, alle Arme noch? Beine kann man ja nicht sehen, aber... Marc hat Oberlieg gespielt, Bäume umschubsen. Oh, warte mal hier, Forster, da hörst du. Guck mal, Shipbox fragt, wo man eine Pizza für dich bestellen kann. Wer? Moin, Marc. Shipbox. Unser Marc. Shipbox, nein. Mein Gott, im Chat. Herrschaft, du bist echt alt. Ja, bestell mir was. Ja, wo, fragt er. Ja, Ben auf die guten Sau, ich ziehe dir Gehirn durch den Kakao. Boah, Dellendorf, so einen Untermenschen wie dich sollte man umgehend ins Gas schicken. Guter Spruch. Lass stehen. Einfach stehen lassen. Mann, nicht. Eigentlich musst du über sowas direkt die IP tracken. Zu spät. IP-Scan läuft. Also, ja. So. Hier ist raus. Hier, wer zum Beispiel jetzt, also wer das noch nie gemacht hat, ihr könnt hier zum Beispiel hier auf Lieferando oder Lieferheld oder sowas gehen. Hier ist so eine Pizza. Star Pizza, da kannst du dir was aussuchen, machst du zack, 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 wichtiges Bezahlen nicht vergessen. Und dann ist das relativ schnell da. Im Grunde fresse ich alles, was die im Sortiment haben. Hauptsache ist tot und versucht den vom Teller zu laufen. Genau, schreit nicht mehr Aua beim Reinbeißen, das wäre mir wichtig. Chinesische Ente oder sowas wäre auch nicht schlecht. Eine ganze. Meinst du jetzt langsam gut? Nein, ich sitze schon mit der Pfütze auf der Zunge. Mann. Hongkong Schaf oder sowas, boah, super. Nicht ganz, Ente. Nee, oder Ente Hongkong, scharf. Rupp schon ausgenommen oder noch am Stück? Ist egal, pack drauf. Der schmeißt sie damit mit altem Brot tot und macht die selber.
Ja, da bin ich ja mal gespannt hier, was jetzt hier gleich kommt. Ob hier echt, lasst mich nicht hängen, ist kurz vom letzten Kinder, ne? Ich brauche mal Geld für Nutten und beide Weiber anzugeben. Ja, ein Pizzakalli mit Löffel als Beilage. Okay, jetzt geht's wieder. Prima. Nur so weiter. Holger, wir mischen so muss, auch, muss ein bisschen genauer sein. Was war das? Viktoriastraße 18 in? Genau. Ach so, genau. Ja, alle, die die Lieferadresse brauchen. Warte mal. Die Hammer. Ich schreibe es gerade. Ich habe hier geschrieben, Volker hat Hunger. Bestellen und bezahlen. Viktoriastraße 18. Jetzt brauche ich die Postleitzahl. 59067 Hamm. 59067 Hamm. Genau. Doppel-M. Und am einfachsten ist jetzt ohne Scheiß, macht ihr alle bei diesem komischen Lieferando 4-Star oder sowas, dann hat, wenn der hier gleich mit 6 Kisten kommt, der lacht sich scheckig. Sagt er, hier, Papi oder? Oh ja, du kriegst nichts, weil sie dann meinen, ach nee, ist ja bezahlt. Bezahlt wird auch geliefert. Und ich fress die Dinger alle live. Alle. Und die Reste schicke ich Dennis, damit er auch was abkriegt. Holger. Ja. Schön heute gelesen, den muss ich unbedingt mal loswerden. Da ruft einer am Radio an, da ist so ein DJ, der sagt, ich habe einen Plattenwunsch erfüllt. Er, was denn? Er ruft an, hallo, bin ich da im Radio? Ja, sagt der DJ, erzähl. Sagt er, ich wollte mal ein Lied anfragen, ob du das hast. Ja, sagt er, welches Lied? Da sagt er, ja, das heißt Yamaha Yamazo. Sagt er, Yamaha Yamazo, noch nie gehört. Der sagt er, weiß ich nicht hier durch. Radio, my soul. DJs Mo, für alle Freunde der harten Musik, findet morgen ab 22.30 Uhr auf meinem Kanal die lange Street Rock Nacht. Ich sag mal, habt ihr den Leuten nichts mehr zu erzählen, dass ihr alle hier nur Mucke spielen wollt? Also, ist das ein Webradio oder macht er jetzt auch noch. Also, okay, Metal, okay, da hasse mich. Aber den Rest kannst du weglassen. Also, ja. Man muss schon sagen, der Einzige, der das im Moment sehr gut macht mit der Musik, ist Reven. Also, da geht nichts. Finde ich auch, muss ich ehrlich sagen. Wie geht denn da mit den Tänzen? Ein bisschen viel Echo drin, aber sonst geht's. Wie geht das mit den Lizenzen? Das kannst du dann einfach so da senden? Oder wie funktioniert das? Keine Ahnung. Ja, du musst halt hinterher das Video löschen. Ne? Die hauen dir sofort einen Kanal platt, ne? So. Ja, aber. Das ist scheißegal, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt hier sendest bis Mitternacht oder so und dann machst du das einfach nicht gelistet oder privat. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Für alle, die Adresse nochmal wollen. So. Ja, könnte so unter Umständen mal Glück haben. Die GEMA guckt, überprüft es und dann kommt die Post nach Hause. Und oh, das wäre hier, wenn einer was liefern will, die Lieferadresse so. Ja, dann mache ich mal eine Classic Night. Weißt du? Ich habe im Moment, sag mal, ich hätte im Moment so ein bisschen Probleme, weil wir haben so viel verschiedene Themen, so wenig Zeit für diese Wahlgeschichte und ich glaube, das ist wirklich wichtiger, sich über andere Sachen zu unterhalten, wie über Musik jetzt im Moment. Einzelne? Doch, ich meine das, ja. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir werden nichts mehr daran ändern, aber ich bin auch der felsenfesten Meinung, jetzt schon aufgeben ist ein bisschen früh. Aber die SPD hat schon gesagt, also heute, ich habe ja heute mal geguckt, Fernsehen, die haben schon gesagt, also die gehen von aus, dass sie keine Chance haben. Aber was sagen sie, die kämpfen. Hallo, weißt du, wie das weitergeht? Weißt du, wie das weitergeht? Die GroKo wird weitergeführt, fertig. Das bleibt alles, wie das ist. Vielleicht mischt die FDP noch ein bisschen mit, aber ansonsten bleibt das alles, wie es ist. Ja, nee, die machen die GroKo weiter und das war's. Glaube ich noch niemals, wenn die FDP stark genug wird. Ist sie Quatsch. Das war's, dann geht also wenn die SPD die GroKo weitermacht, dann haben sie ganz verloren in Deutschland, weil sie haben jetzt schon groß getönt, dass sie mit der CDU auf jeden Fall nicht weiter regieren würden. Ja, was die morgen sagen, muss nachmittags schon lange nicht mehr stimmen. Das wollte ich gerade sagen. Und guck mal, die hauen sich ja noch nicht mal. Die sind sowas von Freunde, das ist ein Kuschelwahlkampf, aber kein Wahlkampf. Ich bin hier durch die Gegend gedüst, ich sehe kaum Wahlplakate, das ist unglaublich. Also normal waren die Straßen vollgepflastert, da hingen 3 Stück an jeder Laterne. Hier siehst du alle 500 Meter mal so ein vereinsamtes Plakat. Der Schulz fährt wohl, ich habe heute mal geguckt, der Schulz fährt da wohl überall rum, auf jeden Marktplatz und schwurfelt da rum. Ja, das macht die Merkel ja auch, aber die gehen sich nicht gegenseitig an die Gurgel. Nö, die macht das Schulz. Die Gallen können hier trapsen. Aber mal ganz ehrlich jetzt, eigentlich brauchen die gar nicht rumfahren. Die könnten jetzt irgendeinen Menschen bestimmen, weil die machen alle die gleichen Reden. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Verändert sich. Sagen alle, wir müssen die Grenzen, wir müssen vorgeschaltete Lager schaffen.
wir müssen die Ursachen, Fluchtursachen bekämpfen, das sagen die jetzt alle. Du brauchst, egal, wer da steht. Ja? Und der Schulz, der schimpft das über einen Trump und über einen Erdogan. Da schimpft er jetzt. AfD-Sprech kommt neuerdings aus allen Mündern, das ist richtig. Halli, hallo, hallöle. Er wählt einfach die AfD. Genau, und Herr Behmann schreibt, kann sich keiner von euch vorstellen, dass die AfD 20% bekommt. Doch, klar, wenn nicht sogar mehr. Ob das offiziell wird? Das ist wieder eine ganz andere Sache. Aber die AfD taucht also im Wort und Wort tauchen die überhaupt nirgendwo auf, nur in schriftlicher Form. Ja, ist also auch so. Erwähnen die überhaupt nicht mehr. Sie können auch einfach 30% bekommen. Es ist einfach so, dass jede einzelne Partei gesagt hat, wir würden niemals eine Koalition mit der AfD machen. Ja. Und darum sind sie in den Po gekniffen. Eher würden sich alle anderen zusammentun. Und glaub mir das, wenn die CDU zu wenig Stimmen hat, werden die auch mit der AfD zusammengehen. Nein, das weiß ich nicht. Das werden die tun, glaub mir das. Nee. Nur allein, um an der Macht zu bleiben. Also, ich habe eins nicht vergessen. Es ist Wahlkampf. Und alle Parteien, so wie sie gestrickt sind, machen politische Aussagen, keine rechtlich relevanten. Wie gesagt, was die morgens sagen, muss nachmittags schon lange nicht mehr stimmen. Ach, der Schulz, der haut jetzt auf den Tabak, weil er hier aus der NATO raus will und den Ami aus dem Land jagen will. Was soll denn der Scheiß? Ist doch total lachhaft, die Nummer. Ist doch komplett lachhaft. Ja, irgendwas muss er ja sagen. Das hätten die ewig schon tun können. Dasselbe. Jetzt wird alles viel besser wie früher. Ja, was denn, Leute? Die waren x-mal an der Regierung. Ne? Was ich total übrigens putzig fand von der AfD, ich finde die einfach geil, weil die beschmieren ja denen ihre Wahlplakate. Da haben die extra eins gebastelt für die Leute, damit sie was zu tun haben. Hängt wirklich so am Baum. Ne? Hängt original so am Baum, das Ding. Ne? Voll geil. Mal nach Zahlen. Ist ja wirklich anders. Ich sag mal so, der Linden hat sich aus dem Fenster gehängt und hat ja gesagt, was er machen will. Ah, stopp. Unterbrechung. Frauenquote. Jetzt muss hier die Hangout-Sicke muss mal ran. Die hat mir gesagt, AfD-Wahlprogramm, was hat die Frau Weidel gesagt? Pauline, Pause um. Was, Frau Weidel? Habe ich ja, nie geguckt. Hier. Nee, keine Ahnung. Oder die linke Zecke da, die Wagenknecht. Hier mit zusammenkuscheln und solche Sachen. Nein. Das war die Frau Petri. Frau Petri, die irgendwie sagte, dass es doch ganz sinnvoll wäre, wenn man sich zumindest auf der menschlichen Ebene wieder respektvoll und vernünftig begegnen würde. Und das jetzt nicht, dass ich ein Fan von ihr bin, aber das sind mal große Worte gelassen ausgesprochen. Aber ich glaube, Frau Petri wird bis zur Wahl im Knast sitzen. Nein, ach, glaubst du das? Ob soll ich mit dem Aufhebungsverfahren jetzt, dass er da was dran ist, oder? Das ist doch eine Wahl, das ist doch, hör doch auf, das ist einfach nur Partei. Das ist nur Bashing, das war nur Bashing. Alleine, wie gesagt, was hier in Berlin an Scheiß gelaufen ist, da müssten die Hälfte von diesen Drecksäcken müssten alle Immunität aufgehoben kriegen. Aber ich sehe das wirklich mal so, wie gesagt, die CDU ist jetzt in der Position, die wollen etwas bekämpfen, genauso wie die SPD und auch die FDP, genau wie die Linke und die AfD. Die AfD ist die Einzige, die im Vorfeld schon gesagt hat. Sollte da tatsächlich jetzt zu einer GroKo kommen und im Ende des Jahres wird man sehen, was dadurch passiert. Dann ist nächstes Jahr Neuwahl und alles angesagt, weil das lässt sich der Bürger, glaube ich, nicht mehr gefallen. Weil so blöd ist man hier mittlerweile nicht mehr. Ja? Man hat schon erkannt, was hier gerade passiert. Und 4 Jahre geht auf gar keinen Fall so weiter. Geht auch nicht, dann ist hier sowieso fertig. Hat die Alice Weidel nicht gesagt, sobald irgendwie die AfD auch nur mit einem Fuß im Bundestag sitzt, ist die allererste Amtshandlung, Frau Merkel zu verklagen? Wegen der ganzen Gesetzesbrüche. Ich denke, das haben sie schon. Alice Weidel macht momentan auf Facebook eine große Rundreise. Die ist in Spanien und guckt sich die ganzen Ghettos übrigens live an, damit sie auch weiß, worüber sie reden soll. Ne? Nur mal, da macht die gerade Urlaub. Ne? Ich sag's immer wieder, ich bin absolut verliebt in die Frau. Ne? Schade, dass sie eine Lesbe ist. Also noch einmal, Alice Weidel ist nach Spanien gefahren und besucht dort Menschen aus afrikanischen Ländern, die dort unter Brücken und überall in der Gegend hausen, um sich selber ein Bild von der Situation zu machen. Ja, und dann nicht auch, was die Presse erzählt. Die Presse kann ja viel erzählen und Fernsehen. Das kann ja alles gefaked. Kann man jetzt ein Mensch erklären, was spanische Ghettos mit dem deutschen Wahlkampf zu tun haben? Ich stehe vielleicht ein bisschen auf der Schlippe, aber da war ich jetzt mal interessiert. Weil die noch hier rüber wollen, die Leute. Mal sehen, was dann passiert aus Italien, aus Spanien. Was meinst du, wo die alle herkommen? Ja. Wo die jetzt alle schon sitzen? Die machen dann nur gerade Urlaub. Die machen nur Pause bis zur Wahl und dann geht los. So sieht's aus. Die machen die nächste Route jetzt schon über das Schwarze Meer auf. Über das Schwarze Meer kommen ja schon Bötchen gechippert. Ja, Ostblock, ja.
Pixel. Weil die identitäre Bewegung hat jetzt das Mittelmeer so langsam geblockt, ne, durch ihre Präsenz und Aufmerksamkeit, dass jetzt die Libyer hingegangen sind mit ihrer Küstenwache und fangen an zu blocken und das läuft jetzt wunderbar. Und jetzt sind die nächsten Routen aufgemacht worden über das Schwarze Meer. Ja, wenn sie da dicht machen, wo können sie dann noch lang? Luft. Ja, dann warten sie eben, nein, dann wird gewartet, bis eben die Bundestagswahl ist, wo dann erzählt wird, wir können keine Obergrenzen, ach, lasst alle kommen. Und so. Demnächst werden sie direkt mit dem Katapult drüber geschossen. Wir brauchen mehr Autobahnen. Ja, das wäre jetzt die spanische Bröckel-Methode mit dem Katapult. Das kann sein. Du Scheiße. Ich wollte noch mal ganz kurz in eigener Sache übrigens sagen, ich hatte ein Video gemacht, da ging es darum, ein Mensch in Berlin, und das meinte ich auch genauso, wie ich das gesagt habe. Ne? Ich habe noch nie etwas Schlechtes über diesen Menschen in Berlin gesagt, ich werde da auch nicht mit anfangen. Ich wundere mich nur über die Reaktion dieses Menschen aus Berlin, dass der sich von seinem Umfeld, von den neuen Patriotischen, von der Front, wahrscheinlich in Kampflaune, da so weit triggern lässt und jedes dumme Argument als Realität hinnimmt. Noch einmal, ich werde, das habe ich noch nie getan, ich schmeiße keinen Dreck hinterher, wenn es nicht sein muss. Was ich getan habe, ich habe mal den realen Hausnamen von der betreffenden Person gesagt und das finde ich auch völlig in Ordnung. Denn wer für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und für Fairness im Leben ist, der muss mit seinem Namen dafür stehen, was er sagt. Und wer das nicht kann und sich hinter so irgendwelchen Hobby-Pseudos verstecken will, der sollte dann noch besser den Schnabel halten, finde ich. Und ich wundere mich dann, dass dieser Mensch in einer Minute sagt, ja, wenn es knallt, stehe ich an der Front, und 10 Minuten drauf fällt dieses Mensch, ich bin aber eine kleine Frau, ich habe Rehäuglein, wer hilft mir denn, wenn es scheppert? Ja, einfach mal die Fresse halten. Ne? Man kann nur eins, man kann nur gewaltbereit sein oder eben nicht. Ganz einfach. Und das sind Widersprüche, wie gesagt, innerhalb der patriotischen Bewegung, die hier sich gerade abzeichnet, finde ich solche Sachen sehr, sehr markant. Und da fütter ich auch die Nazi-Perlen dann mit, ganz konsequent, weil ich habe den Scheiß nicht gebrabbelt. Ne? Nur um das nochmal zu sagen, aber grundsätzlich werfe ich keine privaten Daten hinter irgendwelchen Leuten her, weil es keinen Sinn macht, weil es Quatsch ist. Ne? Ist ja auch, für wen ist es denn auch? Das ist ja für diese Typen, die dann loslaufen und machen irgendeinen Dreck, verstehst du? Und du kannst dich gar nicht gegen die wehren, weil du die gar nicht so packen kriegst, dann machen sie irgendwas, dann schrauben sie die Räder los oder beschmieren dir die Bude. Ja. Oder killen ja deine Tiere oder gegen hinter Schwächere her, aber gegen dich gehen sie ja nicht vor. Das sind ja meistens, ach, was soll das? Also eigentlich. Ja, sag mal, ich vermute mal, du kennst diesen Mensch in Berlin auch. Der hat vor 14 Tagen erst in so einem Chat bei der Nazi-Front geäußert, dass man mir den Tod wünscht. Und da habe ich gesagt, oh, das war eine sehr heftige Emotion, wenn ich das mal so nennen möchte. Deswegen sage ich dann, man muss den THC freigeben. Dann hat man eine Konzentration, die man bestimmen kann. Dann, verstehst du? Ich habe immer gesagt, hört auf damit, weil das kann zu konzentriert sein. Und wenn du dir eine hohe Konzentration reinfegst, dann weißt du nicht mehr, was du da tust. Der will ich. Was ist los? Nö. Willi, raus damit. Nee. Ah, gut. Heute will ich einen riesen Stapel Pizza haben. Alleine schon, weil sich wieder viele aufregen werden. Scheiß mich bei der Arge an, dass ich hier gerade das Pizza gekriegt habe. Nee, Bier habe ich noch. Ich habe genug Bier. Kein Bier schicken. Ich habe genug Bier. Meine Leber bildet sich schon wieder zurück. Echt? Schon wieder kleiner? Naja, Volker, wenn die Arge in Hamm Arbeit hat, dann soll die Arge in Berlin ja auch was tun. Nein, machen wir nicht. Alles gut. Willi, mach keinen Ärger hier. Ich mach nie Ärger. Ich sag glatt raus, was Sache ist. Wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Der eine vorne, der andere in der Mitte und der andere hinten. Mozart, da widerspreche ich dir. Wir sitzen nicht alle im gleichen Boot. Nein. Wollte ich auch gerade sagen, tun wir nicht. Wir sind alleine in dem gleichen Meer, aber wir werden hintereinander hergezogen. Nee. Die jetzt hier sind, die sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Aber in gewissen anderen HOs, mit den Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Und wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich die auch jederzeit anscheißen. Gut, nenne ich mal konsequent. Ich mache das. Ich bin kein Anscheißer. Habe ich noch nie gemacht. Ich kläre das so, aber angeschissen habe ich noch nie einen. Würde ich nie machen. Ja, ich komme ja nicht an die ran. Ich kann ja nicht gut dahin fahren und dem eins aufs Maul hauen. Das hätte ich früher auch gemacht. Hätte ich mich auf meine Cover geschwungen und wäre dahin gepaced. Aber das ist Paulin, vorbei. Geht ja nicht mehr. Paulin, jetzt haben sie dich geoutet. Scheiße. Echt, ey, jetzt haben sie dich geoutet. Ah, muss ich Hangout wieder löschen. Scheiße. Hä? Was hat er jetzt verpasst? Ja, heißt Pauline vielleicht mit Paul Knott. Ah, Mensch. Scheiße, hab ich wieder. Mann. Fuck, ey, scheiße. Für ein Scheiß.
Erst das mit dem Tengelmann und jetzt das. Ach, scheiße, ey. Ich bin nur Dieter, wisst ihr doch. Ja, Dieter, nur Dieter. Sofort den Hangout beenden, sofort. Vielleicht lässt sich der Mozart scheiden, heiratet Pauline und dann macht den Doppelname, kommt keiner drauf. Tengelmann. Knot. Audi. Knut Tengelmann. Ich mag nur das, was andere auch machen. Solange hier in der Szene nicht mit gleichem Maß gemessen wird, werde ich das auch weiter tun. Ja, fetter Pauline. Sag nochmal, fetter Pauline, die ist nicht fett. Die wird viel abgenommen. Sag mal, ihr habt sie wohl nicht mehr alle heute, hä? Ich denke, dann hätte er das kaputt. Ich habe schon 2 Promille, ich habe schon trainiert für morgen. Was geht? Pauline nur, ja. Hör mal, du bist ja noch bei Promille. Meld dich wieder, wenn du bei Prozent bist. Ja, da fuß ich da, der hätte wieder kommen. Du bist Alkoholfluid. Ja. Nee, du weißt doch, von deiner Blutprobe müssen wir auf der Wache eine Weihnachtsfeier machen können. Hm. Ja, ich werde jeden Morgen abgezapft. Naja, sag mal, Leute anscheißen ist wirklich auch ein heißes Thema, muss man wirklich sagen. Aber man muss aber auch mal sagen, wo ist die Grenze? Ne? Also wo sind die Grenzen, bis wo lässt man sich Sachen gefallen? Und meine Grenze war erreicht beim Tony Mahoney-Stream und beim Auftritt vom Dampfer aus Berlin. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen, das geht nicht, sorry. Und der ganze Rest ist eigentlich Wumpe. Und wenn ich diesen ganzen Nazi... Dreckstahl auffliegen lassen wollte. Kinder, glaubt mir eins, das ist nicht einfach, nichts ist einfacher wie das. Aber ich habe da nichts von, weil Quatsch. Ich finde diese Opposition im Moment sehr, sehr interessant, weil sie sich selber jeden Tag als dumm, doof, deutscher, fetter, versiffter, asozialer Dreckspatriotenhaufen versucht zu etablieren und keiner von diesen Leuten ist in der Lage, überhaupt das zu liefern, was der anderen abfordert. Kein einziger ist von denen Patriot. Keiner, kein einziger. Okay, ich habe Antwort gekriegt hier mit meinem Mond, den ich erklärt habe, und die Erde und die Datine. Ja. Habe ich Antwort, hör dir zu. Mozart, hast du dies, was du erzählst, mit eigenen Augen gesehen? Erstmal habe ich das nicht erzählt, sondern geschrieben. Warst du im Weltall und hast genau gesehen? War ich natürlich nicht, aber ich weiß, dass die Runde ist und ich kann darüber rechnen. Ich frage, warst du echt im Weltall und hast das echt richtig gesehen? Wie doof ist denn das? Aber ich weiß ja, wie die sind. Weißt du, selbst beim Chat mit anderen Themen kommen die um die Kurve. Das sind wie Zecken, die sind überall. Du kannst hingehen, wo du willst. Die sind überall. Also da habe ich schon mehr Angst wie vor dem, du weißt schon wer. Ja, aber willst du die denn, sagen wir mal, auch alle im Boot haben, diese Zecken? Ja, was willst du machen? Da können sie ja machen, wenn sie rumquatschen, ist doch egal. Ach, hier so Hause lassen. Ja, die können ja auch nicht dazu. Mach dir keine Sorgen, ich kann schwimmen. Nein, die können ja auch nicht dazu. Jeder ist, wie er ist. Ne? Was willst du machen? Nur, ja, du bist total bescheuert. Warst schon mal im Welt, hast das gesehen. Selbst wenn ich mit dem Laufe eines esse, sehe ich auch nicht, dass die in der Runde ist. Nee, lass jetzt, so wie ich die jetzt nicht vormachen. Noch einmal, du kannst nicht alle mitnehmen, da bin ich bei Willi. Nochmal, warum soll ich einen mitnehmen, der so massiv gegen das System ist und der sich wirklich 39 bis 45 nochmal wünscht, warum soll ich mich überhaupt mit solchen Leuten unterhalten? Das heißt, ich hab das Problem, ich höre mir diesen Scheiß an, dieser Leute, und sobald ich was sage, werde ich abgelehnt. Egal, was ich denen sage, die lehnen das ab. Also das Problem bin doch nicht ich, das Problem sind doch diese Deppen. Ja, aber wie gesagt, so etwas offen, knackig, wie gesagt, ich würde nicht tun, also meine Art, ich nicht machen. Nee, also wie gesagt, Nationalismus, sorry. Volker, lass doch denen ihren Glauben, was sie glauben, wenn sie nicht andere versuchen, damit zu überzeugen, ist das doch. Das ist aber gerade der springende Punkt, dass ja mittlerweile selbst die komplette Truther-Szene von diesem Nazi-Pack unterlaufen wird. Und diese Deppen, die schnallen das ja gar nicht, dass die plötzlich hier so irgendwelche Nazi-Pfeifen aber sich rumsitzen haben, die immer wieder das Thema in eine bestimmte Richtung drängen. Immer und immer wieder. Tja, wenn sie genug Geld haben und genug Lebenszeit haben. Ich sehe da wie so eine Lawine, die da rollt. Du weißt, wer ich bin. Gibt bestimmte Leute noch, die wissen, wer. Das gibt dann geht er nachher immer weiter. Weißt du, da zieht immer mehr Kreise. Dann wird der Nächste offengelegt, der offen. In Wirklichkeit haben wir alle nichts davon. Das sind nur die Leute, die hier zuschauen, die sich das nachher anhören und die irgendetwas anstellen können mit unser einem sozusagen. In Wirklichkeit hast du da gar nichts von. Verstehst du? Mozart, ich würde hier nie einen offenlegen, wenn ich dem seinen Namen, Adresse oder sonst was weiß. Das würde ich nie machen. Ich gehe direkt dahin, wo es angebracht ist. Also ich würde nie hier in einem Hangout sagen, so, der ist dat und dat und wohnt da und da. Würde ich nie machen, nie im Leben. Hast du ja auch nichts von, das meine ich ja damit.
selbst was man hat man nichts davon. Das macht man nur andere mit wach, verstehst du, die da nicht richtig gerade gucken können und die meinen jetzt loslaufen zu müssen und müssen jetzt den absoluten Demokraten hier spielen und machen die Gerechtigkeit vor dem Herrn. Und da bin ich halt liegen, weil das läuft nicht. Weil da kommt noch genug auf uns zu. Wir haben noch jede Menge andere Probleme, die demnächst auf uns zuwalzen. Da müssen wir gar nicht mit unserer anfangen. Mozart, der springende Punkt noch einmal, um dir Doofkopf das jetzt mal vom Kopf zu sagen. Du kannst mit deiner, einmal fickst du hier rum und sagst, ja, wir sind zu kuschelig, zu liberal. Auf der anderen Seite sagst du, ja, ruhig ein bisschen Hardcore. Diese Hardcore-Leute, wenn die an die Macht kommen, stellen die Hälfte von uns an der Wand. Erste Amtshandlung. Noch einmal, das ist die Konsequenz. Warum soll ich die in mein Boot mitnehmen, wenn die nichts Gutes im Schilde führen? Meinst du, sie sind Nazis oder sowas? Ja, was rede ich denn hier über die katholische Kirche oder ja, was? Nazis sind, die kommen ja nicht an eine Macht. Wie wollen die an eine Macht kommen? Da ist ja nur eine Handvoll, die hier in Deutschland rumspringen. Gibt doch nicht viele Nationalsozialisten. Außerdem heißt er nicht Nazi, sondern Nazi. Gut, aber wie viele hat Adolf gebraucht, um den Laden hier auf links damals zu bringen? Mit wie viel ist denn der angefangen? Das war eine andere Situation. Nö, für die Lüge. Andere Situation. Man konnte die Leute wurden wieder angestellt, die konnten ihre Familien ernähren und der hatte Dinge rausgebracht. Das war eine andere Nummer. Der konnte. Wir sind doch wieder beim Fliegenfänger. Die Masse der Deutschen kommt soeben über die Runde. Die Masse der Deutschen ist unzufrieden. Sie sind unzufrieden. Das, was noch fehlt, ist einer, der mit der Fahne voranrennt. Nee, da rennen eine Handvoll hinterher, ja, aber das macht nicht mehr die Masse aus. Bei Hitler? Nee, wir sind beim Adolf. Achso. Also, Volker, das war eine ganz andere Zeit. Das war auch eine ganz andere, das war ein verlorener Erster Weltkrieg. Mit den Leuten von heute gar nicht. Lass mal den Chat mitnehmen. Meine Frage an den Chat. Seht ihr diese Nazi-Bewegung? Also, hier gibt es ja einen bestimmten Hangout-Kreis, der so eine bestimmte Richtung einschlagen möchte. Seht ihr die als gefährlich an oder sind das Spinner? Plus gefährlich, minus Spinner. Weil ich sehe, also jetzt mal unabhängig davon, dass diese Leute zu bestimmten Themen großen Zulauf haben, das sei denen ja gegönnt. Ich habe ja auch nicht schlechten Zulauf, das habe ich ja konsequent. Aber ich empfinde das, wie soll ich sagen, so, das ist so Infiltrierung, das geht so hintenrum bei mir alles. Ne? Also ich nehme das als ernst wahr. Also ich finde es nicht gut. Ist so eine Frage, sind das Spinner oder gefährlich? Verschiedene Leute sind absolute Spinner. Da sind aber auch einige drunter, die man schon. Billy, pass auf, nochmal. Wenn Görkel dir ständig sagt, bei uns schmeißen sie die über den Zaun, bei uns hauen sie mit der Schippe auf den Kopf, bei uns fragt keiner, wo der geblieben ist. Und das wird immer und immer und immer und immer wieder wiederholt. Das steckt Leute an, kannst du mir glauben. Das ist so, das macht aggressiv. Ja. Aber wir haben doch jetzt gerade die Merkel dran. Die macht doch genau das, wovon du da gerade gesprochen hast. Der Heiko Maas, der hat Gesetze erlassen, also eingebracht, also ein Netzdurchsetzungsgesetz. Die Leute wird gerade der Mund verboten, die kriegen Anklagen ins Haus, die werden gerade angezeigt für Aussagen, die sie getätigt haben, die der Wahrheit entsprechen. Man darf nicht mal seine freie Meinung äußern. Ist doch nicht anders, als 33 das begann. Das ist genau da drin. Das hat doch mit diesen paar Nazis, die da mit der braunen Jacke rumrennen und den Arm da heben, nichts zu tun. Ja, gefährlichen kleinen Jungs, die da rumspringen, die sich die Glatze rasieren oder heute ja noch nicht mal, weil sie ein bisschen anpassen, das sind Idioten, die da vor dem Herrn rumspringen und die auf die Birne hauen, weil er jetzt eine andere Meinung hat. Ja, aber das ist doch nur eine Handvoll. Aber die verstärken doch das Problem nach außen. Gefährlich ist das, was jetzt zurzeit dran ist. Das ist die Gefahr. Mhm. Das ist das, was jetzt gerade läuft, auf uns zukommt. Ich habe mir Presseberichte angesehen, wie die in den Internas miteinander umgehen, wie Presseberichte geschrieben werden. Und egal, ob das jetzt die Bild, die Welt, die Taz und wie sie alle heißen, die Zeit ist. Unglaublich, wie die Redakteure sind, ja, wie die eingestellt sind. Und das ist dieser gefährliche Term, der hier gerade läuft. Du guck doch den Silberjungen an, was man mit dem Typen macht. Guck dir den Wischniewski an, was man mit ihm gerade macht, den nagelt man an der Wand. Der Joe Conrad wird gerade eine völlig krude Sache da verurteilt. Was läuft denn hier? Naja. DDR 2.0. 3.0. Aber da müssen wir jetzt in der kleinen Szene, in der wir uns bewegen mit den 1200 Mannequins, die hier rumlümmeln, da müssen wir doch, wir müssen das Augenmerk auf andere Dinge bringen. Ja? Mit einer geschickten Art und Weise, wie ich schon mal versucht habe, dazu erklären, Leute zum Umdenken bringen. Ja, nicht, aber nicht gegenseitig anscheißen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Gut. Aber Mozart, das haben wir doch hier versucht. Und was ist dabei rausgekommen? Ja. Immer noch dabei. Den Einzelfall. Das heißt, wenn alle wüssten, wer, wie du heißt,
wer du bist, wo du wohnst und alle wissen, wie ich heiße, wer ich bin und wo ich wohne und du würdest Geld auf die dreckige, das dreckige Judenbla, bolschewistisches Judenschwein, nochmal, das ist, da sagst du, okay, Toleranz noch in Ordnung? Muss man nicht anpassen. Nein, ich weiß ja, was du meinst, Knacki. Ich wäre auch angepisst, wenn jetzt die das gemacht hätte mit mir. Natürlich bin ich dann angepisst. Aber andersrum, du weißt ja noch die Situation, als du in Berlin warst und wo der Mädel gesagt hat, ein Problem hat, weil. Also nochmal, um die Situation zu erklären. Einäugiger Berliner will mich als Werbefotzen benutzen. Ich habe nun aus dem Laden geprügelt, habe gesagt, verpiss dich, du Doofkopf. Ich habe dir zweimal gesagt, ich will hier keine Händler haben. Daraufhin erklärt er mir den Krieg, verbündet sich mit allen meinen Feinden, geht von Bashen über meine Schwester durch die Kamera zerren, mir alle möglichen Dinge Wochen und Monate lang unterstellen, endet in einer totalen abstrusen Judenbashing, Bellendorf, dummes Nazi-Blach und weiß der Geier, was der da alles gefaselt hat. Und sagt noch, eigentlich hätte ich mal Bock darauf, da hinzufahren, dem Messer im Bauch zu rammen. Aber vielleicht kommt ja ein anderer auf die Idee. Das heißt also nochmal, diese Kette, diese Steigerung, die ist doch da. Die ist da. Und nach Worten kommen immer Taten. Das ist ein altes Spiel und irgendwann muss auch mal die Bremse ziehen. Weil irgendwo ist auch mal gut, oder? Ja, ich meine, ich... Aber was hat das jetzt mit dem Dritten Reich zu tun, Volker? Sag mal so, er wurde ja radikal durch sein Umfeld. Erstmal durch einen Schuhmacher. Ich glaube nicht, der war schon immer so, glaube ich. Das war nicht. Mach sein, aber dann hat das halt gemäßigter gemacht. Aber ich finde ihn schon ziemlich extrem die letzte Zeit. Und jetzt ist er ja, seit er Post bekommen hat, sehr gemäßigt, ne? Komisch. Nimm dann die Runde, bin ich einigermaßen zu verstehen? Ja, jetzt. Sag mal was. Gut zu hören. Ja, verstehen müssen will ich gar nicht. Ja, aber kann ich hören. Sorry, falls die Audioqualität von Arsch ist. Ich könnte schon wieder kotzen, weil mein ganzes Headset hat sich komplett verabschiedet. Und das ist jetzt eine provisorische Überbrückung, was ich jetzt gerade mache. Hört sich aber gut an. Besser, ja, lass das wieder ist. Nee, lasse ich eben nicht so, weil das ist komplett scheiße. Ich werde morgen losmarschieren und ein neues Headset besorgen müssen. Weil kauf das dir mal was jetzt Vernünftiges. Hab ich auch lieb. Nee, weil ich habe echt den Eindruck, ausgerechnet gerade jetzt verabschiedet sich mein Headset. Ausgerechnet jetzt gerade. Ja, komm mal auf den Punkt jetzt hier. Ja, gut, ich komme also akustisch gut rüber, ja? Ja, alles gut. Gut, okay. Gut. Das war jetzt alles? Ja, na, entschuldige mal, mich hat Volker, das gerade Volker, ich werde mal ehrlich. Findest du die paar Hanseln, die da sind, als gefährlich? Nein, gar nicht. Die müssen sich mal selber hören. Ich finde, die sollen sich mal jeder Hangout selber anhören. Ich finde aber trotzdem, dass diesen Einfluss, den die da momentan so ausüben und diese Drucksituation, die aufbauen, das finde ich aber schon gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wären die wirklich gefährlich, dann würden sie sich nicht ins Internet setzen und braune Parolen brüllen, die Depp. Eben. Die tun sich ja mehr Schaden, der ganze Sache mehr Schaden, als wie sie gut tun. Ich kann dir ja tageweise einfach mal die lustigen E-Mails durchschicken, Marc, die ich so bekomme. Dann weiß auch, wo der Wind weht. Habe ich ja gesehen bei dem Stürzenberger, der kriegt das ja auch. Ja, wenn du etwas tust, na klar gibt es diese Menschen, die das tun, die schreiben dir dann solche Hass. Gut, aber Pauline sagt, Stürzenberger ist im Prinzip so ein Islamhasser. Der ist doch kein Islamhasser, ist doch Blödsinn. Der ist genau das, was im Buch steht. Genau, deshalb ist in der Schweiz 2016 für die gleiche Nummer schon mal verknackt worden. Verallgemeinert, der setzt sich hin und setzt den Islam im Islamismus gleich, liest es nach und darum ging es auch in dem Urteil. Ja, natürlich, Pauline, so. Das ist doch gerade der Trick an dieser ganzen Show. Du kannst es voneinander trennen. Ich kann es nicht trennen. Jeder kann das nicht trennen. Ich kann es auch nicht. Aha. Islam und Islamismus, wie willst du den voneinander trennen? Da wäre wie jetzt, wer Christentum von Jesus zu trennen. Ich kann den Kuckucksklan auch ganz prima von meiner evangelischen Kirche vor der Tür trennen. Also das kriege ich ganz, ganz, ganz problemlos auf die Reihe. Nee, also beim Islam schaffst du das leider nicht. Doch. Nein. Die Aspora und so, was es da nicht alle gibt. Also wie gesagt, der Islam, also in meinen Augen ist das nicht eine Religion, sondern für mich ist das eine Staatsform oder eine, ja. Also mal ganz unter uns Klosterschwestern. Also Islam und Islamismus ist ja an sich eigentlich, wenn man es jetzt mal ins Deutsche übersetzt, dann würde das bedeuten, ein Muslime, der seinen Glauben auslebt, der ist ein Islamist, weil er seinen islamischen Glauben auslebt. Und genauso wie ein Christ, der seinen christlichen Glauben auslebt, eben ein Christlicher ist. Ein Kristallismus oder so ähnlich, könnte man das sagen, ja.
Also was schlimm ist, das ist das Radikale dahinter. Da kommst du ran. Wo war das jetzt? Wo war die Rockband, die da absagen musste? Nur weil ihr Name dieses Wort Ala drin hatte, da fühlt man sich jetzt, da darf man nicht mehr. Verstehst du? Ja, ja, ja. Ich sag ja, das ist diese radikale Strömung. Die hatten wir im 16. Jahrhundert im 14. Jahrhundert hatten wir die im Christentum auch, dieses Radikale. Ja, die haben wir heute noch. Und haben wir zum Teil auch heute noch. Es gibt einige christliche Konfessionen und einige christliche Glaubensgemeinschaften, die sind noch radikaler. Okay, die basteln keine Bomben, jedenfalls noch nicht. Doch. Guck in die USA und guck dir mal an, wie viele jüdische Gebetshäuser, wie viele jüdische Glaubensgemeinschaften von christlichen Fundamentalisten in den letzten 20 Jahren in die Luft gejagt wurden. Da kommen die Islamisten gar nicht ran. Nur mal so. Ja, nur wie gesagt, also der Islam als Religion, wenn ich den betrachte, als Religion betrachte, dann ist der genau so eine Religion wie das Christentum oder wie das Judentum. Ja, das ist einfach... Ja, das Problem an den ganzen Büchern ist, diese Bücher sind vor langer, langer Zeit geschrieben worden. Und heutzutage setzen sich sogenannte Pseudogelehrte hin und versuchen, die Schriften von vor 1000 oder 2000 Jahren zu übersetzen und zu interpretieren. Und da liegt die Gefahr drin. Ein Spruch möchte ich gerne aus dem Chat. Der Münster, dieser Moment, nee, Quatsch, Moment, blablabla. Genau, Ron Mann from the Erzgebirge. Und was ist, wenn der radikale Islamismus von auswärts gesteuert wird? Okay, interessanter Gedanke. Mein Gedanke dazu ist jetzt folgender. Okay, der wird jetzt von außen gesteuert. Wir sind alle dumm, wir sehen es nicht. Das heißt, wir wüssten gar nicht, dass er gesteuert wird. Okay, Version 2. Wir vermuten, er wird von außen gesteuert, aufgrund der Ereignisse, die hier passieren. Würde aber in der Folge, Punkt 3 bedeuten, wenn ich merke, ich werde von außen in eine bestimmte Situation gedrängt, die ich haben will, kann ich von innen dagegen steuern. Punkt 4 ist, wir steuern nicht dagegen. Bedeutet, Punkt 5, wir sind entweder dumm oder Punkt 6, faul. Und das ist das Problem, was ich allen Truthern und allen Wahrheitsfindern aufs Brot schmieren möchte, dieses Problem benennen. Alles super. Wir werden alle manipuliert. Super Idee. Toll. Klar. Aber wenn du den Gedanken weiterdenkst, wenn ich weiß, dass ich manipuliert werde, bin ich eigentlich einen Schritt weiter, nämlich dass ich erkennen müsste, wie kann ich dagegenhalten. Und wer den zweiten Schritt nicht gehen will, der kann nicht ständig nur in der Endlosschleife die Probleme hier durch den Saal prügeln, sondern nochmal, wenn ich der Erkennende bin, lass uns daran teilhaben, verdammt noch eins. Verstehst du? Ja, aber ich weiß, das ist viel zu blauäugig. Ihr differenziert ja noch nicht mal mehr. Es geht ja nicht mal um den Islam oder Islamisten. Darum geht es ja nicht. Es geht um den Terrorismus, der gerade entstanden ist und genau aus welchem Grunde heraus. Ja, das sieht man doch weltweit. Mittlerweile nicht nur im Nahen Osten, sondern auch hier in Europa, also in der EU, wo das gerade stattfindet. Da sprengen sich Leute in die Luft, die fahren durch den Weihnachtsmarkt, obwohl die keinen Führerschein haben und so weiter. Die machen Scheiße ohne Ende. Und dann wird immer gesagt, ja, die Armen, man kann ja nicht immer den Ganzen. Natürlich kann sie nicht den Ganzen sehen. Aber die Differenzierung darf man heute schon gar nicht mehr anbringen. Das sind Idioten, Idioten vor dem Herrn, und das sind einfach kriminelle Menschen. Das sind ja, natürlich. Wer widerspricht da? Ja? Guck doch mal entgegengesetzt, wie viele von ihren angeblichen Glaubensbrüdern oder wie auch immer das nennen willst, sie da in die Luft jagen. Es gibt erhebliche Mehrtote in den Nahostländern, in den islamgeprägten Ländern durch Islamisten. Das erklär mir dann mal, wenn die ganze Religion an einem Strang zieht und alle gleich sind. Ich hätte noch eine Frage. Macht es wirklich durch einen Weihnachtsmarktfahrer einen Unterschied, ob ich einen Führerschein habe oder nicht? Nein. Aber die Differenzierung wird einfach nicht mehr statt. Das findet nicht mehr statt. Es wird immer nur auf das Große gesehen. Und wenn man etwas sagt, dann wird das Große drüber, weil das sind ja nicht alle so. Natürlich sind nicht alle so. Aber die paar Mannekes, die so sind, die sind krass. Also die Terroristen, also ja, die jene IS und wie sie nicht alle heißen. Ja, das sind, die haben von Religion. Haben die überhaupt nichts am Hut. Die haben damit überhaupt nichts am Hut. Denen geht es nur um Macht. Die wollen nur Macht haben. Die schieben eine Religion vor, ja, und unter dem Deckmantel der Religion verbreiten die Angst und Schrecken, um Macht zu erlangen. Nichts anderes ist das. Ja? Und ist klar, es färbt dann auf diese Religion ab.
Natürlich. Wenn einer von den Leuten, die andere aufhetzen, wirklich daran glauben würde, ja, dass man dann ins Paradies kommt und 72 Jungfrauen kriegt, dann würden die doch sich zuerst einsetzen, oder nicht? Wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel, ich habe damals immer gesagt, wenn der Osama Bin Laden sich selber einen Sprengstoffgürtel umgebunden hätte und sich als erster hochgejagt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, der steht zu seinen Prinzipien. Aber ja, hat er das gemacht? Nein. Machen das die anderen Führer vom IS? Verkrochen. Nein. Verkrochen. Ja, da sind wir dann aber bei der Manipulation wieder. Und dieselbe Nummer haben wir nochmal in kleinen in Deutschland. Ein kleiner Kreis radikalisiert andere. Ja, natürlich. Ihr habt das doch gesehen. Das ist doch, die Leute waren unauffällig. Einfache Jugendliche, die waren im Fußballclub und wie sie auch aufgewachsen sind. Und dann kommt so ein Imam und der predigt denn irgendwelche Sachen da in den Schädel. Das passiert hier in der katholischen, evangelischen Kirche nicht. Erstens gehe ich da gar nicht hin und habe nichts mit zu tun. Und wenn ich mal sage, weißt du was, leck mich doch am Arsch, lieber Gott, da geht keiner hin, der in der Kirche ist und der erschießt mich jetzt, weil ich das gesagt habe oder verbrennt mich oder schneidet mir den Hals ab oder schleift mich mit dem Auto durch die Gegend. Da tut doch keiner von denen. Wieso, ja, genau. Komisch in dieser Religion, wieso kann man das da tun? Wieso funktioniert das da? Ganz einfach, weil der Stellenwert ein anderer ist. Ein Imam hat dort einen sehr, sehr hohen Stellenwert, gesellschaftlich und kulturell. Ja, während ein Priester, ein Prediger, ein Pfarrer bei uns keinen hohen Stellenwert mehr genießt. Das ist gut, das Ganze. Habt ihr mich mit der Aussage verstanden? Weil das wird gut gehalten, weil er in dem Buch steht. Das steht in dem Buch so geschrieben. Ja? Bestellt die Frau. In der Bibel stehen auch tolle Sachen. Ja, nein, hör auf, in der Bibel steht da. Aber aus einem Grund nehmen wir die Bibel ja nicht mehr ernst. Und die, die mir glauben, halt zu ernst. Ist doch nicht so schwer, oder? Richtig. Ich will mich auch nicht über Religion jetzt hier streiten. Ich streite mich über den Terrorismus, über diese Gewaltmacht, die gerade auf uns zurollt. Dagegen wehre ich mich, weil ich sage, ich darf mich ja noch niemals dagegen verwehren. Wenn ich dieses I mit M sage, dann da habe ich ja schon ein Problem. Dann bin ich ja schon, wie nennt man mich dann? Bin ich dann Volksverhetzer oder wie nennt man das? Da kriege ich ja Anzeigen ohne Ende drüber. Und das ist noch nicht mal normal. Heute wurde im Radio in der Deutschen Welle wo diskutiert mit dem Anschlag in Rotterdam. Warum die das gemacht haben, hatten sie einen Theologen da, der konnte halt erklären, ja, die leben den Glauben eben so, weil das Wort Allah in diesem Wortlaut ist von der Gruppe. Da muss ich nicht drüber diskutieren hier, oder? Ich würde gerne, wenn der Haganah Zeit hat, du warst, glaube ich, bei irgendeiner Diskussion die Tage dabei, habe ich so irgendwie, wenn du Lust hast, der ist, glaube ich, Marokkaner, irgend sowas, ein bisschen die Richtung. Hat mir gut gefallen, wie du dich da geschlagen hast. Weil dann hätten wir vielleicht mal aus einer Moslem-Sicht hier mal eine Meinung dabei. Da wollte ich gerade sagen, warum haben wir nicht mal sowas hier bei uns in der Gruppe drin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Moslem sich hier hinsetzt und das alles für gut heißt, was da passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das machen die meisten nicht. Die meisten Moslems. Da guckt er bei den Segar Menga an. Ja, auch wenn die Juden ist es auch. Der ist auch Moslem und der sagt klipp und klar, was er denkt. Ja. Susi, auch wenn du Jude bist, ist das sogar noch besser. Susi Mann hat es mal wieder geschrieben. Wo in den Geboten findest du Gewalt? Naja, die Bibel besteht halt nicht nur aus den Geboten. Ne? Und einen ganz kurzen Auszug, nochmal eben ganz kurz hier, nehmen wir mal das 5. Buch Mose, 22 bis 24. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und wohnt ihr bei, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrieben hat, obwohl sie doch in der Stadt war, der Mann, weil er seines nächsten Braut geschändet hat. Also die Bibel ruft auch an zig Stellen zum Mord und Totschlag auf. Also das ist... Warte, aber jetzt, ja, okay, ich will mich nicht mehr auf diese Religionsscheiße einlassen. Ja, ich meine es ja nur, ne? Aber diese Religionsscheiße ist ja, die Kriege haben alle diesen Oberbegriff Religionskriege. Ist doch so, verdammt noch eins. Wenn das so ist, in Gottes Namen, Amen, macht es, denkt so, wie ihr das denkt. Wir werden jetzt sowieso alle erleben, ob das richtig ist, was ich erzähle, ob das richtig ist, wie ihr das denkt, ob das alles liebe Menschen sind, ob die doch alle nichts tun. Ja, das sind doch alle ganz nette und da sind nur Verfehlte. Ja, ist in Ordnung. Wir werden das schon erleben. Lass die mal die Mehrheit hier bekommen. Lass doch jetzt mal der Erdogan, was er gesagt hat. Wählt nicht SPD, CDU, FDP. Es gibt eine ADD. Kennt ihr die ADD? Nicht die AfD. Das ist eine türkische Partei, also eine muslimische Partei. Und was ist, wenn jetzt 1,4 Millionen wählen? Was passiert denn dann? In den Bundestag? Und in der nächsten Wahl sollten wir dann überleben, was passiert denn dann? Dann sind die 51% und dann Scharia, Mädchen. Paulinchen, ich muss gerne... Ja, bitte, komm, jetzt, komm, richtig raus damit, komm, hau raus. Islam sowas von gut, ich muss nur in die Moschee. Ich muss mir nur ein Bart wachsen lassen und ich darf die Weiber prügeln. Also mir geht es gut. Euch Weibern geht das scheiße.
Und ihr seid genau dafür. Das kriege ich nicht in meine. Und das kommt hierher? Auf, wenn das so weitergeht, auf 100%. Ja, genau. Wir haben das vorgesetzt, 50 ist die Sache weltweit. Da spricht halt die Geburtenrate für. Ne? Das ist nun mal so. Die kriegen halt im Schnitt doppelt bis dreimal so viele Kinder wie wir. Und ja, irgendwann wird es mehr sein als wir. Zum Beispiel in so eine wirtschaftliche Situation gegen. Ich glaube nicht, dass man von außen gerne zulässt, dass das Land hier ein Entwicklungsland wird. Ne? Das wer, ist will das wer will das denn verändern? Wer will, willst du das aufhalten? Stoppst du das? Ich kann das auch nicht stoppen. Der Knacki auch nicht. Und die Jungs, die hier drin sind und die Mädels hier im Chat und die Jungs, die stoppen das auch nicht. Also gehen wir jetzt da raus und gehen ein bisschen Moslems töten oder was ist jetzt dein Fazit? Das ist ja immer die Argumentation genau von der Linken. Ja, dann komm doch mal mit einem echten Fazit um die Kurve. Mit Töten nichts zu tun. Man muss doch nur mal auf den normalen Boden der Tatsachen wieder zurückkommen und sich die Tatsachen ansehen, die gerade passieren. Das hat doch mit Töten. Die Tatsache ist, ich gehe da raus und habe kein Problem mit den Leuten, die da draußen rumlaufen. So, und jetzt nochmal du. Noch nicht. Noch hast du kein Problem, weil wir jetzt hier ein christliches Land sind. Aber wenn wir ein muslimisches Land sind, gehst du so nicht mehr raus. Dann ziehst du dir das schwarze Ding an und hast einen Seeschlitz. Wir werden aber keine. Ja, aber was sollen wir denn, deiner Meinung nach machen? Meiner Meinung nach? Ja, deiner Meinung nach. Was sollen wir jetzt machen? Die AfD wählen, alle rauswerfen lassen, eine Mauer um Deutschland ziehen, aus der EU rausgehen, aus der NATO rausgehen und uns darauf einen runterholen. Das ist im Prinzip das, was das Fazit bleibt. Mit allen Religionen, genauso wie es sein soll, umgehen. Die Religion ist normale, wahlfreie Sache. Die kannst du zu Hause ausüben oder in der Moschee oder in der Kirche. Die ja, das sind wir doch alle einer Meinung. Die hat auf der Straße nichts zu suchen. Ja? Ich möchte keine Scharia-Polizei haben, die hier rumläuft und meiner Frau sagt, wie sie sich anzuziehen hat. Hammer, ja. Ich möchte keinen Typen haben, Imam, der mir sagt, wie ich meine Frau zu Hause zu behandeln habe. Die möchte ich nicht. Die Politik muss sich aus der Kirche raushalten und die Religion hat sich aus der Politik rauszuhalten. Und das ist so meine Anstellung. Marita, du hast völlig recht. Ich falle so gar nicht ins Beuteschema. Mir kann überhaupt nichts passieren. Richtig. Stand auch gerade die Marita stoßbar. Paul. Sag ich doch. Ich bin da lange raus. Scheiße, jetzt hat er zu schnell gelöscht. 100 Kilo Übergewicht, keine Zähne, das übliche. Ich habe sie live gesehen, kannst du vergessen. Widerlich. Ekelhaft. Ich doch. Die verkauft Fotos von sich als Anti-Ungeziefermittel. Als Anti-Erotiker. Oder so. Genau. Ich bin das Verhütungsmittel vor dem Herrn. Immer schon gewesen. Dass man sich immer wieder mit Seuchen unterhält, hat schon viel Aussage. Mit was für Seuchen? Achso, warte mal. Meine Besuchskatze ist übrigens gerade gekommen. Ich schleiche mich gerade um mein Bein. Hatte Hunger, will sie fressen. Also schon wieder eine Katze. Also Dosenöffner, mach die Dose auf. Wer was zu fressen. Ich will aber auch keine nationale Bürgerwehr der Huli sein. Was hier ist? Ja, da hat Tagana recht. Oh, du hast eine Katze? Ja. Zeig mal bitte nochmal, das war jetzt. Wieso hast du eine Pussy? Wenn ich die Tür auf. Volker hat eine Pussy. Irgendeine fremde Katze, die kommt immer bei mir zum Fressen. Alles klar. Du, die hat mitgekriegt, dass für dich Essen bestellt worden ist. Die ja, wartet schon. Ja. Ach so, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du Pizza essen willst, was ich dir empfehlen kann, Tex-Mex ist super. Also Tex-Mex ist herrlich. Also Islam und bis 2050 ganz Europa weltweit. Ja, da sind wir Gott sei Dank alle schon im Grab. Das die Länder, die ja, jetzt islamisch sind, waren vorher alle Christi. Also kann sind doch dann in Neuseeland, oder wie war das? Also kann ich nicht denken. Ich kann jetzt nicht sagen, nach mir die Sintflut, mir ist das alles scheißegal, was jetzt kommt. Ich bin in der 50, weil interessiert mich der Dreck. Verstehst du? Ich hau dann ab nach Neuseeland, Australien, interessiert mich nicht der Dreck. Ich möchte mich wenig. Jetzt hat ja kürzlich Indien, die haben ja nun mal vernünftig reagiert. Ne? Die haben jetzt ja zum Beispiel die Sofortscheidung verboten. Was haben die verboten? Die Sofortscheidung. Sofortscheidung. Pauline wünscht mir den Tod mit 68. Ich bin ein bisschen traurig gerade, muss ich sagen. Willeline und wer war es noch, der gerade darauf hingewiesen hat, dass ja sowieso das prinzipiell nur ein Hobby der Moslems ist, 70- und 80-Jährige zu vergewaltigen. Lest da einfach mal die ganze Zeitung. Diese Gestörten gibt es überall. Sollen wir jetzt über sexuelle Störungen reden? Also ich finde es schon bedenklich, dass Mohammed eine Minjährige hatte. Ja, ja. Sag mal so. Wirklich zwei. Guck in die Bibel, wie alt die da waren, als sie verheiratet wurden. Alter Schwede, ey. Hört auf damit. Das sind minder bemittelte Leute, die haben IQ von 60, die holt man aus Schwarzafrika. Die haben einen Döl, der ist 30 cm lang, der ist gepellt. Echt? Der steckt überall. Ja, sicher, ich kann euch Videos schicken, da kriegt ihr da Kotzen, wie die sich abschälen, ja. Die vögeln alles, die vögeln auch ein Astloch. Das hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Alter. Ja, nur mal rüber. Ihr müsst da mal differenziert drüber diskutieren. Oh. Die sind alles genauso wie die AfD immer da sitzt. Da wird alles in den Kopf geschmissen und den Leuten an die Birne. Herr Gauland, Sie haben doch gesagt, Frau Weidel, Sie haben doch gesagt, Frau Petri, Sie haben doch gesagt. Ja, Mozart, aber andersrum, versuch doch mal kritisch, zum Beispiel mit dir kritisch darüber zu diskutieren und zu sagen, so, pass auf, ich sehe da aber trotzdem was mir daran nicht gefällt. 21, 22, 23 wirst du hier über mich herfallen, als gäbe es keinen Morgen. So,
Das heißt also, die distanzierte Diskussion ist auf beiden Seiten nicht möglich. Ich bin ganz ruhig. Da wirst du sofort bissig, wenn es um deine AfD geht. Und da wirst du mir sofort verhelfen, geh doch deine Merkel wählen. Ich will überhaupt nicht Merkel. Wenn mir gefallen wird, der werde ich laut. Wenn ich in der Zeit bekomme, ich kriege eine Minute oder 30 Sekunden und kann den Satz zu Ende bringen, dann bin ich auch ganz ruhig. Ich werde immer nur hören, nachgucken, wenn mir einer ins Wort fällt mit Argumenten, wo ich noch nicht fertig bin bei meiner Ausführung. Das geht mir auf die Eier und dann werde ich laut. Mehr ist das nicht. So, Kinder, erst so umziehen. Guck mal, der da hat jetzt Nervennahrung, wimmelt schön vor sich hin. Und wir machen hier schon mal Boxbude aufwärmen für morgen. Ist das nicht schön? Also, wir sind schon mal Hamburger, das ist gut. Wir sind mehr Hamburger, das ist auch super. Und hier wird, glaube ich, das Gyros drin sein. Das wird vom Kurz sein. Dankeschön. Number one. Mit Käse, dann bist du gleich weg. Nee, ich lasse es stehen, ich esse es gleich. Die Diskussion ist gerade zu fahren. Man müsste mir das mal bei der Gelegenheit mal erklären, wie das funktioniert, Leuten da sowas zu schicken. Das weiß ich nicht. Lieferando.de. Ich habe mich da nicht registriert. Ich habe mal telefonisch das mal geregelt. Lieferando.de, Postleitzahl eingeben, Lieferadresse, Postleitzahl, gib's fertig. Du brauchst halt entweder PayPal oder eine Kreditkarte oder so. Ne? Du musst das Zeug halt irgendwie bezahlen. Das ist das Einzige. Ich muss halt einen Account erstellen, muss mir was aussuchen und dann an die und jene Adresse schicken. Du brauchst keinen Account. Der erstellt dich automatisch. Du brauchst keinen Account für. Ja. Und du gehst jetzt auf Lieferheld oder Lieferando und dann fragen sie erstmal, wo soll es hingehen? Ja. So, und dann sagst du hier in der Viktoriastraße 18 in Dingsbums hier 5 irgendwas haben und dann sagt er die und die Lieferdienste und dann klickst du einen davon an und dann sagst du, ich suche mir das aus und das könnte Volker mögen und das und dann sagst du, bezahlen. So, und dann musst du halt irgendwie, ja, ein bisschen Kohle locker machen. Dafür. Ja, ich werd mal Ende des Monats ein bisschen rumexperimentieren. Ja, alles gut, schick mir einfach alles, was weg muss. Ja. Ja, wie lösen wir das Problemchen? Ich persönlich bin ja immer noch dafür, jegliche Form von religiösen Symbolen in Deutschland zu verbieten. Ja, einschließlich die Kirchen und Synagogen und Moscheen, alles platt machen. Gibt's, kann man prima Krankenhäuser, Arztstübel oder Bibliotheken verbasteln. Eine ganz einfache Geschichte, wenn ich meine Frau durch Saudi scheuche und die trägt kein Kopftuch, dann wird sie auch komisch angeguckt. Also als Touri darfst du dir das wohl erlauben, aber wenn du nicht total Arsch bist, dann machst du das einfach nicht. Und genauso würde ich es hier eben auch erwarten, dass die sich dann doch hier bitte schön das Kopftuch ausziehen. Ich finde das jetzt ganz im Ernst. Also ich habe viele Länder bereist, jetzt so viele auch nicht, aber da waren einige bei, wo ich als allererst geguckt habe, was ist da regional angesagt, was sollte man nicht tun und so benehme ich mich da. Ganz einfach. Ja, weil du Anstand hast und weißt, dass du zu Gast bist. Und das wissen manche Leute in diesem Land hier nicht. Das ist ein bisschen schlimm. Finde ich so. Wobei ich jetzt mit dem Kopftuch noch keine missbrauchte Gastfreundschaft sehe. Wenn ich aber doch Mädels sehe, wo ja, der Tanga... Habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Frage ist klar. Die Frauen in Deutschland haben auch Kopftuch getragen, wenn sie vom Friseur kamen oder auf das Feld gingen und haben ausgemacht. Deswegen haben wir da kein Problem. Es geht doch nicht um das Kopftuch, Pauline. Sei doch mal ehrlich. Nein, das war ja gerade, ne, das war ja gerade die Aussage von Marc. Und da habe ich dich, ich habe dich nur irgendwas brummeln gehört, wollte aber wissen, was du gesagt hast. Alles gut. Darf ich das zu Ende ausfinden? Nein, es kommt einfach darauf an, aus was für einer Motivation. Wenn die Leute jetzt sehr keusch und züchtig bekleidet sind oder so, dann ist es eine Sache. Und da möchte ich da auch niemandem zu nahe treten. Dann soll er in seinem Glauben was er machen, was er will oder so. Wenn die das bei dieser Glaubensnummer. Aber es wäre halt schön, ich sehe es halt, dass Mädels durch die Stadt laufen, da guckt hinten der Tanga raus, die sind geschminkt, da kannst du so, kannst mit dem Spachtel beigehen, weißt du? Kippe quer im Hals am besten noch, aber Kopftuch. Und das hat da nichts mehr mit Glauben zu tun, das ist einfach ein religiöses Statement. Moment. Einen kurzen Satz dazwischen, bis in die 60er war der Iran ein ganz modernes Land unter dem Schah damals und erst nach dem Ayatollah drehten die durch. Ja. Nur bemerkt. Ich sehe so ein Kopftuch in dem Fall nicht anders als ich würde nicht ohne BH zum Haus gehen. Da steht bei den nirgendwo, dass die Frau ein Kopftuch zu tragen hat. Das steht nirgendwo drin im Koran. Nein, da steht nur sittsam. Die sollen sich sittsam kleiden oder so. Moment, es steht im Koran nicht drin, dass die Frau ein Kopftuch tragen muss, sondern es steht drin, dass sie sich ihren Haupt gesenkt bzw. bedeckt halten soll. Nein, der Mohammed hat das ganz anders gesagt. Frauen können sich verhüllen, weil früher war die arabische Welt ein bisschen anders drauf, als er sich gegründet hat mit seiner Religion. Hört euch mal die Birkenbiel an, ja? Was die über den Islam gesagt hat. Ich kann das gar nicht so wiederholen. Tut euch das einfach mal an, gebt mal ein, Vera, Birkenbiel, Islam.
dann hört euch mal die zwei Vorträge von der Frau an und dann werdet ihr verstehen, wie das gemeint war von dem Typen Mohammed. Und dann werdet ihr auch verstehen, wie die Auslegung der Imame, die dahinter geschaltet waren, sind, warum die das nicht so gemacht haben, wie er das wollte. Das hat mit dem Kopftuch und mit der Verschleierung überhaupt nichts zu tun. Ist das aber nicht wieder Interpretationssache? Ja, die Frau kennt sich da wirklich richtig drin aus, ja. Einfach mal zuhören, lasst euch mal aufklären, geht mal da rein, vielleicht kommt ihr dann auch mal auf einen anderen Trichter. Und der Kurt hat übrigens hat noch geschrieben, warum der Schah damals raus musste, weil der Ami wieder mitgespielt hat. Ne? Leider tot, die wir. Großartig. Ja. Naja, der Ami hat ja über seine Finger fast im Spiel gehabt. Nee, aber das ist ja auch wieder Interpretationssache, ne? Das ist ja das Problem. Das ist. Es gibt keine einheitliches. Es ist. Birkenbiel, ist das diese kleine Dicke? Ja, ja, aber die ist leider gestorben. Mega schlaue Frau. Hm? Unglaublich gut. Ja, beste Dozentin vor dem Herrn, echt. Geil. Ja. Aber hör dich einfach mal den Vortrag an, der war wirklich, wirklich, also ich kann euch das nur ans Herz legen. Einfach mal reinhören und die erklärt auch, wo das alles herkommt, das Wort Scharia oder Islam, wie das alles gegründet ist, woraus sich dieses ableitet mit den Buchstaben in dem Alphabet und wie das alles gedacht ist und so. Also ich wusste das vorher auch nicht, ich bin da auch ganz anders aufgeklärt worden. Trotzdem bin ich gegen den Terrorismus, der da sich raus ableitet. Der Haganer sagt, wie gesagt, also hier bis in die 60er und davor war der arabische Raum sehr offen. Ja. Weltoffen, kulturoffen, freundlich, dieses in sich abgeschlossene ist islamische Modell, das kam erst nach den 60ern so ein bisschen in Mode. Dann stellt man sich die Frage, wie die ganze Scheiße passieren konnte. Amerika. Genau, ganz einfach, das war der Amir, der hat ja alle sogenannten Diktatoren da unten weggemacht und was dann drauf kam, das siehst du ja. Hm? Ne, also... Aber wie gesagt, das jetzt hier nimmt, also kann ich mir nicht vorstellen, ob wir das jetzt hier diskutieren könnten, wo das sich eigentlich. Was die Türkei wohl für ein entspanntes Land wäre, wenn es den Atatürk noch geben würde, oder? Gutes Argument. Das wäre geil. Gutes Argument, was Mozart sagt. Mozart sagt, als wenn wir das jetzt hier diskutieren könnten, bedeutet, wir sind alle blöd, und das stimmt übrigens, weil wir alle nur Sekundärwissen haben. Und Sekundärwissen basiert auf aktuellen Triggern. Statt auf Vernunft, auf Werten, die wir eigentlich hätten. Ich kann also nochmal jedem nur empfehlen, der seine Werte sucht, lest alte Bücher. Weil du unterhältst dich hier nur noch mit Fachidioten, die im Prinzip immer einen temporären Ist-Zustand analysieren, nicht die Folgen absehen können und die Ursache nicht bestimmen können. Das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben. Das ist richtig, aber ich sage mal so, meine Meinung zur jedweder Form von Religion ist bekannt und damit stehe ich eigentlich mehr und mehr in der breiten Masse. Weil diese Religions-Aphatie, die wir jetzt im Moment haben, die wird immer größer. Ja, das ist genau wie diese Höhlenschau. Wer hat ja nochmal gesagt, wenn man in die Höhle guckt, da sieht man den Schatten an der Wand und die Welt läuft hinter deinem Rücken ab, ja? Dieses Gleichnis, dieses Höhlengleichnis. Wer war das nochmal? Keine Ahnung, das ist aber schön gesagt. Ja, auf jeden Fall machen wir das Gleiche. Da läuft ein Feuer, wir sehen unseren Schatten an der Wand. In der Wirklichkeit kommt von hinten das Licht, wir drehen uns aber nicht um. Wir sehen nicht den wirklichen Hintergrund, der da ist. Wir sehen immer nur diesen kleinen Moment und darauf schießt sich jetzt alles ein. Aber wo das wirklich hergekommen ist, wo sich das alles entwickelt hat und warum jetzt diese Auswirkungen sich gerade über uns stülpen, ja, da wissen wir alle hier nicht. Und ich wüsste jetzt auch wirklich keinen aus dem Stegreif, wo ich sagen könnte, der weiß das, weil selbst die Dicksten wissen nicht, wer das weiß. Ja, das ist irre, ist das. Ja, und deswegen müssen wir zerfleischen. Wir müssen einfach nur gucken, wie können wir jetzt die Ist-Situation so verändern, dass es nicht zu einem absoluten Wahnsinn hier wird. Und ich möchte hier keinen Nahen Osten haben. So wie mal der Schorlatur gesagt hat, du kannst nicht Kalkutta retten. Wenn du halb Kalkutta hier hinholst, dann hast du hier Kalkutta. Damit hast du nichts gewonnen. Wunderschön. Ja, ist doch so. Ja. Das ist tatsächlich so. Total verkehrt. Absolut verkehrt. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das hat mit Hass gegen Menschen nichts zu tun. Sondern ich lebe halt seit den 60er Jahren in diesem Land und ich habe ja hier schon einiges erlebt. Und das, was jetzt hier gerade abgeht, in den letzten 3 Jahren, da fing es ja an, irre. Das ist totaler Irrsinn, der hier gerade läuft. Ja, die Frage ist ja auch, warum sich teilweise auch junge Leute, die hier schon in zweiter, dritter Generation leben,
sich neuerdings eben so positionieren mit Kopftuch. Integriert, die sind seit 30 Jahren hier im Land, die sind seit 30 Jahren nicht integriert. Hier gibt es immer Parallelgesellschaften, seitdem die da sind, die Leute. Es gibt hier Menschen, die sind 30 Jahre vor Ort, die sprechen nicht ein Wort Deutsch. Ja. Erlebe doch selbst. Die sprechen nicht ein Wort Deutsch. Die Frauen dürfen nicht alleine raus. Wir haben hier Parallelgesellschaften noch und nöcher. Ja, aber das ist nicht nur im Islam so, ne? Also da gibt es auch bei osteuropäischen Einwanderern diese Parallelgesellschaften. Doch, gibt es auch. Oh ja, und wie? Das zu integrieren. Es geht nicht um die Religion. Da habe ich doch nicht gesagt. Wir haben es aber in Deutschland, seitdem wir Zuwanderung hatten, wir haben es nie geschafft, eine Integration durchzuziehen. Das hat da nie funktioniert. Das hat aber auch noch nirgendwo funktioniert und egal wo, mit wem. Ja, aber deswegen kann ich doch nicht weitermachen. Und ich kann auch nicht noch den Leuten mehr sagen, wir müssen noch mehr tun, damit wir eben die Leute zu uns bringen. Wenn einer das nicht möchte, dann will er das nicht. Wollte ich gerade sagen, Zwischenfrage, warum müssen wir sie integrieren? Nein, es ist... Ich habe keine Islamophobie. Ich habe überhaupt keine Islam. Ja gut, du willst nicht Islam. Ich würde ja wohl noch sagen dürfen. Oh Gott, oh Gott. Ja, wie gesagt, dann kommen solche Leute rein, Islamophobie. Ja, ich habe. Ja gut, mir wird die ganze Zeit vorgeworfen, dass ich den Islam hochjubel, das tue ich auch nicht. Ne, also da, es gibt hier noch Schwarz-Weiß-Mozart gewöhnlich dran. Deine Tastatur ist tatsächlich das schönste Sinnbild für diese Haus. Also um den Islam, hochzuloben, muss man ja wirklich schon Muslim sein, oder? Also ich kenne keinen normalen Menschen, der bei Verstand ist, der diese Religion gut findet. So. Also ne. Das soll jeder denken, weil er will, aber wie gesagt, ich sehe einfach den Ist-Zustand und der hat sich in den letzten zwei Jahren dramatisch verändert. Siehst ja auch die Meldungen, die da kommen. Es war hier nicht in Deutschland, es gab hier kaum Messerstechereien. Das war mal Ithakas, die haben sich mal gestochen, verstehst du? Aber was jetzt in Meldungen da läuft, das nicht in der Presse, ich lese da nur noch. In Hamm, Messerstecherei am Bahnhof, 2-1, zack, wupp, auf dem Weg. Noch und nöcher, du hörst nur noch Messerstechereien. Der zieht ein Messer. Auf dem Spielplatz. Ich zieh ein Messer. Das sind jetzt natürlich, die kommen alle aus dem Schwarzwald. Ja? Franz Ferdinand, Xaver, das sind die mit dem Messer. Gucken wir denn überhaupt noch auf die Morde, die hier intern passieren? Oder ist es jetzt mittlerweile schon so gefiltert, dass wir... Es wird doch nichts mehr gemeldet. Ist so der Deckel drauf. Der Kleber stellt sich rein. Ja, Spanien, kein Statement dazu abgeben, ist auch eins, verstehst du? Es wird nicht mehr berichtet. Da kommt lieber der Dieselskandal. Der größte Schwachsinn vor dem Herrn. Da wird wieder der Deutsche enteignet, ja? Totaler Blödsinn. Mit ihren Grenzwerten, obwohl die so weit von runtergeschossen sind. Das sind Grenzwerte, die kommen aus dem Jahre 2000 oder so. Diese Sache. Irre. Man hat schon runtergefahren. Die sind schon um 800% gefallen, diese NOx-Systematiken. Und jetzt schießen sie den Diesel an der Wand. Was ist denn demnächst dran? Dann ist der Benziner dran, dann kommen die Gummireifen vom Fahrrad und dann darfst du noch mit Holzsohlen durch die Stadt laufen. Aber der Wahnsinn hat hier echt Programm in Deutschland. Ja? Ich glaube mittlerweile echt in einer geschlossenen Irrenanstalt zu sein. Es kommt, wenn ich doch glaube, die Idee, die ist so wahnsinnig, am nächsten Tag kommt noch eine, die ist noch viel wahnsinniger. So, aber Mozart, angefangen haben sie doch schon mit dem verbleiten Benzin. Da haben sie doch schon angefangen. Ja, da hat sie auch machen. Angefangen, alle Autos sind damit nicht mehr gelaufen, da müssen sie nachrüsten. Ja, dann kam der Katalysator Platin. Jetzt haben sie festgestellt, upsala, das sind ja Spaltprodukte, die hinten rauskommen, sind da viel gefährlicher, als nur Benzin zu verbrennen. Uiuiuiui, aber. Oh, Mutter, ja, warte mal ganz kurz. Ganz kurz, wir driften gerade ein bisschen ab. Den kann man in Dieselfahrzeugen vertanken, da kommt sogar null NOx hinten raus. Mutter, der Maiko wollte, glaube ich, und der. Ja, ich wollte auch kurz was sagen, weil wir driften gerade ein bisschen ab. Maiko, willst du erstmal? Ja, mach du. Ja, ich wollte noch mal was sagen zum Islam. Es ist ja schon so, muss ich auch mal an Paulines Adresse sagen, dass schon so gefühlt der Eindruck inzwischen entsteht, dass die Muslime inzwischen ihren Glauben immer mehr nach außen tragen. Ja? Und ich meine, ich laufe als Christ ja auch nicht den ganzen Tag mit dem Kreuz in der Hand durch die Gegend und sage hier, ich bin Christ. Ja, also das ist. Ist es so, oder leben wir mittlerweile in der Echokammer? Weil wir nur noch dahin gucken. Nein, aber es ist ja schon auffällig mehr geworden, dass auch mehr junge Leute, wie ich eben schon gesagt habe, auch die hier wirklich schon in der dritten Generation leben, sich jetzt neuerdings hier in Kopftuch und hier dieses Stöckchen da anziehen und dann. Aber das sind doch Phasen durch, die gehen wir doch aber auch. Das heißt, ich selber habe ja auch.
Maiko gerade erzählt, ist die sogenannte Diaspora. Die Diaspora ist zum Beispiel, die leben in einem Gebiet, wo die Religiosität, also der Islam, in der Minderheit lebt. Und so leben die. Und da haben die gar nicht nach außen gezeigt. Und das, was der Maiko gerade erkannt hat, wir sind mittlerweile über eine Situation mehr als 20%. Und dann zeigen die sich komischerweise schon nach außen. Und wenn die jetzt noch die Mehrheit mehr kriegen, also wenn je mehr die steigen in ihrer, wo die sehen, aha, da sind immer mehr von uns, dann haben wir hier verschissen. Dann kann doch nicht alles hochleben und so einem mittelalterlichen Glauben uns unterwerfen. Das kann doch nicht euer Ziel sein, ehrlich. Das mit der dritten Generation haben wir aber, glaube ich, gemeinsam verkackt. Wir genauso wie die Zugezogenen. Es ist einfach so. Wir haben denen zum Großteil 3 Generationen lang nicht die Chance gegeben, sich zu integrieren, sage ich mal so. Und die hatten das zum Großteil vielleicht auch gar keine Lust zu. Und jetzt haben wir hier halt eine Jugend, die wächst in Deutschland auf, merkt aber, dass sie hier irgendwie nicht hingehört. Die sind einfach entwurzelnd junge, teils aggressive Menschen. Und da sie hier nichts haben, kehren sie halt zu dem zurück. Nein. Dieses Argument, das schadet man immer den Türken zu, dritte Generation. Aber die Problematik, die hinkommt mit dem Islam, ist nicht ein türkisches Problem, sondern das ist ein marokkanisches, ein syrisches, ein afghanisches Problem. Syrisches ist das auch nicht. Die Syrer haben auch hochmodern gelebt, wie wir. Ja, richtig. Aber nochmal, die Türken, die hier leben, die rennen nicht mit Messer durch die Gegend. Also ich habe noch keine Meldung gehabt, wo in Deutschland in der dritten Generation lebender Türke hier mit Messer hier rumfuchtelt. Da gibt es aber genug Meldungen. Hier, wie hieß denn der 14-Jährige, der da reihenweise den Senat geschoben hat? Vor 20 oder 25 Jahren vor 25 Jahren wurde mein Bruder dreimal vom Türken gepiekt an der Tür, wo wir Türsteher gemacht haben, in Haltern in der Stadtmühle. Nochmal, Einzelfall. Hat es immer gegeben. Hat auch immer Vergewaltigungen gegeben. Der Moslem vor Wems seine Alte genauso oft wie Deutsche tun. Ich möchte mal eine Frage stellen. Natürlich, wir Deutsche haben auch unsere Probleme, wir haben auch unsere WWchen und wir bauen selber genug Scheiße. Und unsere Knäste mögen sicherlich Mischverhältnis genug Deutsche haben. Aber jetzt stelle ich mal die Frage, müssen wir uns dann ausländisches Problem importieren, wenn wir nicht schon mit unserem Problem klarkommen? Warum müssen wir denn noch ausländische Probleme mit unseren Problemen gut klar? Und hier schreibt übrigens der Münster Ali, in Hamm gibt es einen schönen Hindu-Tempel, sind diese Leute schon negativ aufgefallen, gar nicht. Also die haben einmal im Jahr haben die hier so eine Versammlung, da kommen die aus ganz Europa. Und das ist auch das Interessante, diese Hindu-Weiber mit ihren bunten Gewändern, das ist eine riesen Gaudi, wenn die hier, das ist wie Karneval, das ist total geil. Die Mädels sehen fesch aus. Keiner würde auf die Idee kommen, da drüber motzen zu wollen. Doch, demnächst. Demnächst kommen die zum Problem, dann springen die Hindus da auch nicht mehr rum. Und da sehe ich eben die Gefahr drin. Also werdet da mal ein bisschen objektiver zu der ganzen Sache. Ja, aber soll ich jetzt sagen? Ja, das ist hier bei uns auch. Ich verwimm's auch, meine Frau. Stimmt nicht. Die Deutschen sind nicht so in der Regel. Guck dir mal einen Vortrag von diesem Rainer Wendt an. Der hat auch gesagt, der war ja Polizei, auch im Dienst. Und hat ja auch hier im Ruhrpott gedient, ja, sozusagen. Und der ist auch mal zu einer Streitigkeit gekommen bei einer türkischen Familie. Und da hat der Mann halt seine Frau verwimst. Und dann haben sie den Mann dann natürlich festgehalten, klar, weil er sich gewehrt hat, ein bisschen mehr festgehalten. Da ist die Frau noch hingegangen und sagt, lasst meinen Mann so, ihr dürft ihn nicht so feste anfassen. Da sagte er, wieso? Der hat es doch geschlagen. Nein, sagte er, da war doch nur ein paar Ohrfeigen. Verstehst du? So werden die groß. Das ist ein ganz anderes Verhalten als hier in Deutschland. Wenn hier in heutigen Zeiten ein Kerl hingeht und seine Alte durch die Bude haut, da hat er ein richtiges Problem danach. Die macht eine Anzeige und dann geht der des Hauses verwiesen, 200 Meter Abstand und dann kriegt er ein Riesenproblem. Neulich irgendeine Doku gesehen. Die haben da so einen Vorsprecher, der regelt das unter sich, die gehen erst gar nicht zur Polizei. Es gibt immer noch, werden Kinderehen geschlossen und die leben halt in ihrem Kulturkreis. Und das darf doch nicht sein, diese Parallelgesellschaft kann man sich hier in Deutschland nicht erlauben, die möchte ich hier nicht haben. Da bin ich bei dir. Sollen sie woanders ausleben? Sollen sie doch nach Syrien fahren, Irak, Iran? Es gibt doch arabische Länder noch und nöcher, wo sie ihren Glauben da ausleben können. Warum denn hier, wo das nicht so gern gesehen ist? Warum muss das denn sein? Naja, inzwischen ist ja auch noch das Problem, dass du teilweise wirklich nicht überall, aber in viele Klassen hast, wo doch schon der Ausländeranteil so groß ist. Stopp. Da wieder differenzieren. Das heißt, du kannst jetzt die Zustände von Duisburg, Walsum oder Oberhausen-Walsum oder Essen-Katernberg nicht auf jede deutsche Stadt projizieren. Das geht nicht. Habe ich ja nicht. Ich habe ja auch nicht gesagt, an jeder Schule. Ich sage, es gibt aber Schulklassen, habe ich gesagt, wo der Ausländeranteil
Aber das, ja, aber die, und da frage ich mich dann, nee, Volker, da frage ich mich ja einfach nur, wie dann da noch eine Integration funktionieren soll. Ja, aber ich kann dir aber auch sagen, pass auf, stell dir mal vor, wir nehmen dieses Beispiel, die ganzen Syrer hier, wir gehen nach Syrien. Wir gründen da eine Kolonie. Das Wort erklärt es doch schon für sich. Wir gründen eine Kolonie. In Amerika, in Florida, gibt es eine deutsche Kolonie. Das heißt, die Deutschen haben gar keinen Bock, sich mit Amerika da in irgendeiner Form zu verbrüdern, zu verschwestern und Kontakte, sondern die Deutschen wollen unter sich sein. Da stimme ich dir zu, das gibt es auch in Spanien. Und, ja, und die, aber die machen doch hier auch nichts anderes. Aber das ist doch okay, das, bitte. Okay, ja, aber das ist doch das Problem der spanischen Regierung. Hör einfach auf mit. Auf so einen Kindergartenknacki habe ich echt keinen Bock. Aber jetzt, ich habe gegessen, ich bin gestärkt und ich will auch meine Meinung sagen. Dieses Pauschalisieren ist definitiv der falsche Weg, weil es sind nicht alle so. Dann muss man differenzieren. Und zum Differenzieren gehe ich nochmal einen Schritt zurück für alle, die ihre Werte suchen. Werte sind das, was uns mal beigebracht wurde, nämlich Anstand, Moral, Aufrichtigkeit, Helfen, Glaube an Gott, weiß der Geier. Das sind alles Werte, die alle mit Deutschland zu tun haben, im weitesten Sinne. So, die sind alle weg. Mittlerweile werden die Kinder nur noch vor der Glotze geparkt. Mama, Papa sind am Arbeiten. Die Blagen werden in der Kita zur Erziehung abgegeben. Das ist das Problem, was wir haben. Wir, noch einmal, wir suchen Werte und die Werte, die kannst du in jedem Buch ab 1960 bis 1980 noch finden. Da wird nämlich gesagt, was Werte gewesen sind. Die Alte kümmert sich um die Erziehung, der Kerl holt die Kohle ran. Jetzt wäre einfach die Frage, warum muss denn die Mutter heute mit aus dem Haus? Da kommst du zur Politik, aber das kannst du doch nicht jedes Mal in der Folge, in der Kette, immer den Migranten, immer den Ausländern, immer den Zugezogenen in die Schuhe. Nur mal, wenn du als Deutsche erkannt hast, wo dein Problem ist, dann fordere ich die Lösung. Ich fordere nicht, dass du hingehst und rummotzt, sondern ich fordere, dass dein Verhalten so wird, dass du die Lösung praktizierst. Macht mehr Kinder, geht auf die Straße, holt euch eure Rechte wieder. Wir reden immer und sagen, tu doch mal was. Ja, wenn ich in der Stadt rummotze und ein bisschen rumgröle, bin ich wieder der Assi vom Dienst. Aber was soll ich denn sonst machen? Knacki, hast du das mal mitgekriegt, wie teuer das alles ist? Ja, ich bin platt heute, ich gehe ins Bett. Schlaf du gut. Also ist der Erhalt einer Gesellschaft einfach nur noch ein Kostenfaktor, sagst du jetzt gerade. Mit den Kinderkriegen, das sage ich dir jetzt einfach mal. Eine deutsche Familie, wirklich eine deutsche Familie. Ja. Wenn die sich ein Kind erlauben will, dann müssen beide arbeiten gehen. Ja? Wenn eine Oma jetzt ins Altenheim muss, dann kostet das vielleicht 4.500 Euro. Die hat sie nicht, da wird sie da ja irgendwie unter ferner Liefen gebracht. Ein Flüchtling, sogenannter Flüchtling, der hier reinkommt, der minderjährig sich hier ausgibt, der kostet den Staat 8.000 im Monat. Hm. Wo ist die Gerechtigkeit? Ich verabschiede mich auch. Bis denn. Tschüss. Alles klar. Schlaf gut, Pauline. Wenn der Deutsche verloren gehen, der kann sich nicht mehr als ein Kind maximal erlauben. Aber die hier reinkommen, die kriegen finanziert alles, die können Vögel wie die Gaskranken. Da laufen junge Frauen schon mit zwei Kindern an der Hand und Kinderwagen rum und sind schon wieder schwanger. Die werden unterstützt wie die Gaskranken. Aber jetzt erzähl mir, Pauline, die Deutschen machen keine Kinder, weil sie keinen Bock darauf haben. Gib dem Deutschen die Kohle an der Hand, die den Leuten gerade in den Arsch geschoben wird. Was meinst du, wie gerne hier wieder gevögelt wird? Ja, Pauline ist einfach, weil die jetzt keinen Bock auf diese Echokammer hat. Ist die raus? Ja, ist mir egal, ob die da raus ist. Man muss ja wirklich mal so sagen, wie der Ist-Zustand ist. Du kannst nicht immer den Leuten Honig um den Maul schmieren. Wir suchen Werte. Die bringen ihre Werte doch mit. Du kannst sie doch gar nicht mehr verändern. Es geht doch nicht um ihre Werte. Es geht doch um unsere verschissenen Werte. Wir fordern von denen so eine Art Deutschtum, was wir gar nicht mehr selber bedienen. Das ist das Problem. Wir werden gerade überrannt. Alles in Ordnung, wir werden überrannt, aber wieder gucken, wo kommt das Problem her? Einfach das Problem sitzt in Berlin. Also warum geht man nicht nach Berlin und klärt das da? Das ist doch der verfickte Punkt. Dann haben wir ja am 24.09. die Demokratie. Wir haben die Chance, eine Wahl, die Kreuzchen an der Stelle zu machen und die CDU abzuwählen. Wir können auch in die Tierschutzpartei unsere Kreuze machen. Lass uns 18 Millionen, 20 Millionen Menschen die Tierschutzpartei wählen. Von mir aus gerne. Aber nicht wieder CDU und eine GroKo mit der SPD. Und schon, was das Schlimmste wäre, wenn jetzt CDU, FDP, Grüne drankommen, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht mehr, was ich mache. Dann bin ich völlig fertig. Weil so schnell kannst du gar nicht gucken, wie sie dir alles wegnehmen. Dann darfst du dann niemals mehr draußen pupsen. Dann musst du für eine Steuer bezahlen. Was machen die ganzen Dieselheizungen denn jetzt demnächst? Wenn der Dieselkraftstoff weggeblasen wird hier von der Straße, müssen die ganzen Dieselbrenner, die sie jetzt in der Wohnung stehen haben, müssen jetzt umrüsten? Auf was denn? Auf Erdgas. Na sicher. Und was kommt dann, Micha? Wir haben schon einen ökonomischen Blaubrenner. Wir sind schon seit 10 Jahren, sind wir öko. Volles Fund. Absoluter Wahnsinn.
Da macht man die Merkel schaltet innerhalb von 3 Tagen die Atomkraftwerke ab. Ist die krank? Mozart, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Wir brauchen einen Einwanderungsstopp. Einen Einwanderungs- und Zuwanderungsstopp. Das ist mir schon ganz klar. Und ich weiß, da willst du hin. Das willst du uns die ganze Zeit erzählen. Das kennen wir aber schon. Nur das Problem ist, das wirst du so erstmal nicht hinkriegen. Also weil du müsstest dann eine 51-prozentige Mehrheit der AfD geben. Und das schafft diese Partei nicht. Und da kannst du noch so viel schimpfen. Das heißt, wir müssen, wohl oder übel, weil wir in diesem Land leben, müssen wir uns arrangieren. Das aber ist das Problem. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und danach fängt die ganze Nummer 39 wieder an. Und wir sind richtig. Genau an dem Punkt, sind wir verdammt noch eins. Das heißt, um das System zu erhalten, gibt es Verbote, Parteiverbote, Meinungsverbote. Wir sind doch schon da. Das Ganze wiederholt sich doch hier gerade. Das heißt, das System doch. Nein, wir sind nicht vom Krieg. Nein, wir sind vom Bürgerkrieg, ja. Ich rede aber davon, wenn du dir anguckst, wie. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Genau, das heißt, was 39 bis 45 passiert ist, ist das exakt dasselbe, was mittlerweile seit 3 Jahren hier passiert. Das heißt, Kritik aus den eigenen Reihen wird plattgedrescht. Punkt. Kritik von außen. Wie gesagt, das Problem, wir sind auch nicht die Ersten oder die Einzigen, die hier überhaupt erkannt haben, dass diese Zuwanderung ein Problem wird. Also so dumm sind die in Berlin auch nicht. Ja, vor allem, die wissen auch, was dranhängt. Ja, ich meine, uns fehlen so und so viele Hunderttausende an Wohnungen, ja, die Mieten sind nicht mehr finanzierbar, ja, so, da muss ich doch dem Michael zustimmen, auch wenn er sagt, also wir brauchen wirklich jetzt auch mal einen Einwanderungsstopp hier, oder? Ja, natürlich, das ist ja die Quintessenz eigentlich von dem, wo wir jetzt hier gerade eben mal die schön um den heißen Brei geredet haben. Es geht einfach darum, dass wir eine Überfremdung nicht zulassen dürfen. Wir werden sie auch nicht tun, bin ich hundertprozentig von überzeugt. So, und da bin ich nämlich auch von überzeugt. Denn wenn du siehst, was zurzeit in Italien los ist, was zurzeit in Spanien los ist, jetzt meine ich aber nicht diese Terroranschläge, sondern einfach die Erstickende an Zuwanderern im Moment. Genau. Ja? Und die haben, und Griechenland vor allen Dingen und. Irgendwann wird das kommen, dass die Grenzen, dass die das Mittelmeer, dass die das Schwarze Meer hintenrum und so weiter und so fort alles dicht machen werden. Das wird mit Sicherheit kommen, denn irgendwann geht es nämlich an die Substanz, das heißt an die Wirtschaft. Und da lassen die sich nicht, da lassen die keinen dran. Also irgend so ein General AD hat das irgendwann mal gesagt, so wenn du irgendwo Krieg machen willst oder so, das Erste, was du planst, sind die Flüchtlingsströme. Und ich gehe schon davon aus, dass es definitiv auch zum Großteil so beabsichtigt ist. Wir sollen hier in einer homogenen Masse aufgehen, die kann man leichter kontrollieren. Da gehe ich schon von aus, dass es viel, viel Absicht bei. Ja, aber das Problem ist, du darfst die Wirtschaft nicht vergessen und du darfst die Macht der Wirtschaft nicht, der Lobby nicht vergessen. Und wenn es denen ans Eingemachte geht, heißt an ihr Portemonnaie, dann wären die Jungs gerade. Und dann norden die EU ein. Und die EU hat mehr Macht als Deutschland oder Frankreich oder sonst irgendein Land. Und dann willst du die Leute rausschmeißen, die mittlerweile seit 20 Jahren hier leben? Nein, oder was? Nicht rausschmeißen, die werden einfach zumachen. Und wenn die sich diese Leute, die dann hier drin sind, wenn die sich dann so daneben benehmen, dass zum Beispiel die Wirtschaft zusammenbricht, also jetzt mal ganz krass gesagt, wenn die sich jetzt zusammenrotten und wollen jetzt mit Gewalt, also mit einem Bürgerkrieg irgendwas verändern, ja, dann haben wir hier demnächst wieder Lager. 100%. Genau. Ja, wir sind jetzt, sagen wir, erste Weltland. Und jetzt schaue ich mir mal den Kontinent Afrika an. Was wird gemacht von der EU? Es wird in Afrika, da werden jetzt, die Handelszonen sind so geöffnet worden, dass die Vororthändler, die zum Beispiel Fliegenschutz hergestellt haben, Moskitonetze, ja, die werden ausgebeutet, weil sie nicht mehr verkaufen können, weil die gerade von Europäischer Union in das Land verschenkt werden. Da werden die Moskitonetze jetzt hin verschenkt. Und dann sind die vor Ort Betriebenen, die auch noch einen Betrieb haben, die Leute beschäftigen, die werden total ausgebeutet, ausgebootet und zack, die können ihren Betrieb zumachen. Damit hast du wieder Elend produziert. Und das ist das genau, was wir tun. Und das ist das, was die Merkel uns nie erzählt. Aber wenn die sagt, unser Reichtum ist so Elend. Diesen Kontinent sich entwickeln lassen. Der hat nicht keine seltenen Erden, was der Lindner da erzählt hat, der ist ein totaler Schwachmat. Die seltenen Erden kommen aus China, die kommen nicht aus Afrika.
Afrika hat ganz andere Handelssituationen, die die an uns verkaufen können. Aber die müssen auch mal den Leuten einen reellen Preis bezahlen. Der Japaner beutet Afrika gerade aus. Der baut da Riesenflächen an, um Produktion für seine Leute herzustellen, Weizen und so weiter. Und da müssen die Schwarten da mal lochen und kriegen nichts dafür. Und die müssen das alles wieder abgeben. Aufhören damit. Lass den Kontinent sich entwickeln. Ja. Ja? Das ist das Frevel, der hier läuft. Und deswegen sind Fluchtursachen entstanden. Das hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Die Leute, die haben nichts mehr zu fressen, weil die Europäer ja, meinen, aber wenn wir Afrika sich... Das ist doch ein Wahnsinn. Dann sind natürlich die Verbraucher auch genauso gefragt, weißt du? Es kann nicht sein, dass ich mich aufrege, zum Beispiel... Moment, dass ich mich aufrege, dass in Indien die Menschen da irgendwie für einen Apfel und ein Ei da irgendwelche politische... Das hat der Knacki doch als Einspieler gemacht. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, mit dem Ben Daniel. Der sagt, die Leute sollen sich in Asien Produkte kaufen, über Amazon sollen sie vermarkten. Das ist genau das, was du jetzt hier gerade erzählst, ja? Geiz ist geil und Geld verdienen macht doch Spaß und ich beute damit Leute aus. Nein, ich sage ja gerade, Leute, die sich darüber aufregen und bei Kicken Pullover für 5 Euro kaufen. Ja. Was ich gerade sagen wollte. Die haben nicht so viel Kohle, die müssen bei Kick sich den scheiß Pullover kaufen. Das gibt es mittlerweile ja auch. Problem ist, wenn du zulässt, dass Afrika sich entwickelt, dann kriegen wir aber unsere Rohstoffe nicht mehr für den Apfel und ein Ei, ne? Kriegen wir das nicht mehr für den Apfel und Ei, dann ist unser Wohlstand nämlich nicht mehr gewährleistet. Rechnet mal nach, wenn wir alle Menschen auf diesem Planeten ernähren wollten, damit er denen satt ist, nur satt an einem Tag, bräuchten wir 7 Erden. Ja? Mhm. Macht Spaß. So wie zum Thema Überbevölkerung. Wir schmeißen die weg hinten in den Eimer. Wir haben hier eine braune Tonne, eine Biotonne. Wir schmeißen Lebensmittel weg. Die ganzen Lebensmittelmärkte, die drücken die zusammen, dass da bloß keiner drankommt. Ja, wir haben Berge, die wir wegschmeißen. Und wir regen uns darüber auf, was jetzt da... Ey, wir sind sowas von krank hier. Also, aber wir haben doch im Grunde in Deutschland und Europa eigentlich umgesetzt vom Warenfluss. Wie ist er im Moment? Sozialistische Planwirtschaft. Denn wenn an der Kasse bei Lidl die letzte Banane rausgenommen wird und ausgebucht wird, weiß der Lieferant schon, dass morgen geliefert werden muss. Das ist Planwirtschaft. Das, was hier passiert, ist Planwirtschaft. Es gibt keine großen Lagerräume mehr, es gibt keine Lagerung mehr. Unsere Lager sind vom Großlager verschwunden auf die Autobahn. Das ist Planwirtschaft, was hier läuft. Das ist reines Planwirtschaftsspiel. Was ist jetzt mit dem Diesel? Wenn Sie mal hingehen würden und würden wir dann eine Lagerhaltung haben, würde den Straßenverkehr entlasten mit Ihren LKWs und so, dann hätten wir diese NOx-Belastung auch nicht in den Städten. Es gibt so viele Lösungen, die man ansetzen kann. Feinstaub. Weißt du, was so ein Lager kostet? Geschossen haben. Das geht doch nicht darum, was das kostet. Darum, das ist das doch immer. Geld regiert die Welt, aber für das Geld müssen Menschen über die Klinge springen und sterben? Hm. Willkommen im Kapitalismus. Ich habe da eventuell ein geiles Bildchen. Ja, nicht. Das sind nur ein paar Männekes, die werden immer reicher, reicher, reicher. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Die haben Milliarden über Billiarden. Die wissen nicht, wohin mit der Kohle. Hm. Wenn nur ein Billionär, und davon gibt es wirklich Tausende von, wenn der nur 1% seines Geldes abgibt, ist die ganze dritte Welt ernährt. Machen die das? Dann machen sie lieber hier im Fernsehen. Der wird verhungert und man muss für den spenden. Ich sehe das schon seit 2 Jahren im N24. Der müsste schon längst tot sein, ein armer Kind. Ja. Da war mal ein ganz guter Bericht. Vor 30 Jahren ein Typ in der Bank gearbeitet. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Früher gab es wirklich bei der Sparkasse, wenn du rein bist, da gab es solche Zahlscheintafeln. Da konnte man von der AWO, von allen möglichen Organisationen, konnte man so Spendenzettel ziehen. Da konntest du einen Betrag draufschreiben und hast gespendet. Vor 30 Jahren schon. 40 Jahre. Ja, kenne ich auch noch. Was ist dadurch passiert? Das Elend wurde bis heute nicht verändert. Wo ist das Geld denn alle hingegangen? Da will ich mal ganz kurz ein Bild. Ich war ja mal, ich glaube letzte Woche oder so, war ich mal kurz einen Tag arbeiten. Ja, auch der Knacki geht mal kurz arbeiten. Und zwar Aufräumdienst in der Großbaustelle hatten wir einen ganzen Tag. War eine super Sache. Dieses Gebäude, was man hier links sieht, wo die Maus jetzt, glaube ich, nee, sieht man nicht. Auf der linken Seite dieses halbfertige Ding. Das ist eine von 3 Hallen. Davon gibt es 3 Stück mit einer Gesamtlagerfläche von 43.000 Quadratmetern. Und das ist in einem Gewerbegebiet hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Neubau gerade. So, und ich habe mich dann gefragt, ich habe dann so einen Plan gesehen, habe also gesehen, da gibt es also 110 Regale in drei Reihen, die beidseitig per Roboter befahren werden. Dann gibt es halt eine Anlieferung, eine Ablieferungshalle. Und wenn du dir einfach überlegst,
da drin wird im Prinzip nur Ware umgeschlagen, die im Prinzip am nächsten Tag im Verkauf ist. Anliefern, umladen, verkaufen. 43.000 Quadratmeter. Die bauen diese Dinger ohne Ende. Also diese Firma baut von den Dingern, glaube ich, 3 Stück hier gerade allein in Nordrhein-Westfalen und sind bundesweit unterwegs. Und da habe ich gesagt, Alter, du musst diese Menge Ware, die hier so umgelegt wird. Da ist ja alles bei, vom Flachfernseher bis zur Banane. Da geht alles über den Tisch. Guckt euch Amazon an. Du kannst also deine Grillwürstchen oder deinen Butterbelag kannst du dir jetzt bei Amazon kommen lassen. So, ja, das wird immer weiter dazu führen, dass demnächst, wenn wir Pech haben, Lidl, Rewe, Aldi dicht machen, weil die gegen diese dicken Dinger nicht ankommen. Das wird ein riesengroßes Problem werden. Amazon liefert in Berlin mittlerweile lokal aus. Das heißt, du bestellst bis 12 und hast um 1 hast den Wagen vor der Bude stehen. Das ist nichts. Das kommt Steuern hier in dem Land, ne? Das kommt auch noch. Das Bargeld dir entzogen, da wird das Bargeld los sein, du bist nur noch beim Schick registriert. Das sagt nächste und so weiter. Es läuft immer auf das Gleiche zu, es spitzt sich zu und da kommt jetzt von allen Seiten. Vor 20, 30 Jahren hat man noch gesagt, ach ja, so, dann hat er das nicht interessiert. Mittlerweile sind wir aber wirklich bei einer XY gerade, also X gleich Y Quadrat. Wir sind jetzt aus der Steigung raus, wir gehen gerade in die Steilheit. Und von Tag zu Tag wird das exponentiell krasser in dem Land. Da werden wir auch nichts erfahren. Und wir können uns nicht dagegen verwehren, das machen wir nicht. Weil offensichtlich, der Drops ist gelutscht, verstehst du, das ist fertig. Also wie es aussieht, hat sich seit 2008 die Zahl der Milliardäre verdoppelt. Also es gibt jetzt 2043 Milliardäre auf der Welt. Die offiziellen Zahlen. Aber die richtigen dicken Jungs, die lassen sich in so eine Forbes-Liste da nicht veröffentlichen. Da glaubst du da wohl. Da ist Bill Gates eine Mickey Maus gegen. Ja, hier kommt der Nikolai Weißracht. Also nirgendwo ist das Wachstum an Millionären größer als in Afrika. Da habe ich was aufgeschnappt. Ich glaube, das sind dasselbe Problem wie in Amerika. 10% der Afrikaner halten 90% der Masse oder irgend so ein Quatsch. Da ist, glaube ich, irgendwie so eine Art Dubai entsteht da. Tolle Häuser und hintenrum die ganzen ollen Lager halt. Ne? Aber wie gesagt, das ist Problem dritte Welt. Ne? Wie man es macht, macht man es falsch. Aber der Sinn ist immer unser Gewinn ist immer das Elend anderer Leute. Das muss man ganz klar dabei sagen. Der Gewinn von dem einen ist immer der Verlust von dem anderen. Wenn es einen Gewinner gibt, muss es auch einen Verlierer geben. Wichtig ist, war schon immer so. Wenn wir jetzt hier nochmal durchblicken können, was steht dahinter? So wie der Silberjunge das versucht mit der Bargeldabschaffung. So wie die AfD das versucht, der Dieselskandal, dieser Blödsinn, diese Sommerlach-Diesel-Diskussion. Totaler Schwachsinn. Guck mal, in Amerika werden die Dieselkäufer alle entschädigt. Die können tauschen, wandeln. In Deutschland, wenn du deinen neuen Diesel, den du jetzt 2 Jahre fährst, den kannst du jetzt abgeben. Wenn du dir jetzt einen Touareg kaufst, dann kriegst du 10.000 Euro angerechnet. Und die mich verarmt. Ist das richtig? Und demnächst fahren die Busse, die Taxen und die ganzen Unternehmen, die fahren weiter. Aber der Normalo, der zu seiner Maloche da fährt, der darf seinen Diesel verschrotten. Der muss jetzt mit dem Fahrrad fahren oder muss jetzt einen neuen Kredit aufnehmen, wo er sowieso schon aus dem letzten Loch pfeift. Ist ja. Das richtig? Klar, wir haben es noch nicht dran verdient. Knacki, du kennst das auch noch früher, wie die Sprengwagen rumgefahren sind. Weißt du, als Plagen bist du da rumgesprungen im Sommer, da kamen die Sprengwagen, weil da zu viel gestaubt hat hier im Pott, wo die Kuckereien noch gelaufen sind und jo. So. Da hast du ja Dreck ohne Ende gehabt. Das hat man abgeschafft. Warum? Weil die Klärwerke gesagt haben, die Belastung können wir, wenn wir die filtern müssen, wird das teuer. Ja, super. Heute war cool, was ihr braucht nicht mehr zum Arzt und zur Apotheke euch auf Rezept Medikamente kaufen. Wenn ihr krank seid und ihr habt, aber trinkt Wasser. Da ist so viel Stoff drin, ja. Ihr habt ja keine Ahnung. Das wird nicht rausgefiltert, der Dreck. Ich habe mir eine Hausanlage extra gebaut mit Aktivkohlefilter. Ich habe einen Quadruplo-Filter, eine Aktivierungsanlage, was meinst du, weil ich hier alles eingebaut habe. Kostet mich eine Schweinekohle. Aber das Wasser, was aus meinem Hahn kommt, ist geklärt, das ist sauber. Das, was normal aus einer Mietsbude da fließt. Und dann haben sie womöglich noch die alten Bleileitungen. Was machst du denn mit dem Wasser? Putzen oder trinkst du doch? Ich mach da alles mit. Ich putze damit, ich kacke damit, ich schieße meine Kacke damit durch die Klo, ist mir scheißegal. Aber ich sauf nichts aus einer anderen Leitung, weil ich weiß, was für ein Dreck da drin ist. Aber das interessiert ja hier mittlerweile keinen. Verstehst du, da reden sie auf der Umwelt und dann sagen sie, hoch, ich bin NOx, ich kriege keine Luft. Dann hör auf zu rauchen, mach mal ein bisschen Sport, bewege deinen Arsch mal da draußen in die Natur, dann wirst du schon wieder mitkriegen. Und hör auf zu erzählen, was der Diesel macht. Dann sollen sie die Ampelschaltung mal richtig schalten und nicht die Leute auf der Hauptverkehrsstraße stundenlang vor der Ampel stehen lassen. Und wenn du gerade losgefahren bist, dann hast du noch eine 30er-Zone, Luftreinhaltung, musst du dir mal vorstellen. Dann fährst du mit einem Verbrennungsmotor auf Dieselbasis in einem Untertourenbereich, wo der noch mehr produziert. Ey, wie bekloppt ist das mittlerweile? Ja, liebe Zuschauer, nochmal willkommen bei der Mozart-Show. Aber ist doch Wahnsinn, ich krieg da echt... Ja, aber der Raumkühler ist deshalb
vermutlich, weil das die Pharmaindustrie uns das erzählt hat. Okay. Ja, im Fleisch hast du noch Antibiotikum und Antibiotika und was du nicht alles noch reinziehst. Natürlich hast ja, du. Mozart, trink mal einen Schnaps oder so, du kriegst schon wieder Schnappatmung. Ja, komm. Ja, das ist total schlimm, der wird voll zur Diva, wenn er nicht getrunken hat. Ja, komm, Mozart. Ich muss eh im Bett. Ich meine, morgen wollte ich ja mit dem Knacki erstmal einsaufen. Heute, ich muss ja morgen machen. Ja, gut. Okay, plus, dann höre ich auf hier. Ich höre auf, ich halte einfach meine Fresse. Du hast ja nicht Unrecht mit dem, was du erzählst, aber es ist doch so, wir können es doch hier nicht ändern und wir sind auch nicht schuld, oder? Nein, wir sind natürlich nicht schuld. Ja, weil aber du immer so mit uns schimpfst, meine ich. Aufklärung ist angesagt. Leute müssen wissen, wie das System funktioniert. Aber diese Aufklärung hat was mit Verstehen zu tun und Verstehen hat was damit zu tun, dass du auch Werte hast, an denen du festmachen kannst, ob dein Verhalten richtig oder falsch ist. Und das Thema darf nicht nur immer das Fehlerfinden sein und ständig darauf rumkauen, sondern der Sinn müsste wirklich sein, ich habe das ein paar Mal versucht anzureißen, ich fände es gut, wenn wir echt mal eine Sendung machen könnten. Werte, was sind Werte? Was haben uns unsere Eltern vorgelebt? Das heißt, was ist das Produkt der Erziehung und wie verhalten sich diese Menschen heute? Wie haben die sich vor 20 Jahren, vor 40 Jahren verhalten und was machen wir heute? Und darin erkennst du dann diese Werte. Und der Volker sagt ja auch, diese Abteilung 50+, die empfindet noch ganz anders wie diese Abteilung 30+ oder heute diese 20-Jährigen. Das heißt, den Leuten fehlt das Basiswissen, was ist Vernunft? Aus dieser Werteskala siehst du flache Erde ganz anders. Volker. Ja, Moment, aber aus dieser Werteskala siehst du aber das Problem von so Leuten, die von der flachen Erde schwurbeln, ganz anders wie Leute, die kein Zuhause haben moralisch. Ja, aber die Frage ist, sind die Werte, die du und ich noch kennen, sind die überhaupt noch zeitgemäß? Werte können sich ändern. Nein, darum geht das nicht, sondern das ist eine philosophische Frage und die musst du so stellen. Wenn ich heute feststelle, dass alle um mich verrückt sind und von... Jetzt hängt der Hangout. Ich wollte mal gerade auf den Hangout, das ist eine gute Sache hier gewesen. Dabei hatte einer geschrieben, meine Brüste fangen an zu wachsen wegen der Hormone. Wisst ihr das eigentlich, dass es gar keine Brüste gibt? Es gibt den Busen, nee. Ja. Die Brust, was ist die Brust? Die Brust ist die Stelle zwischen dem Busen. Zwischen linke und rechte. Nee, andersrum. Nein, Marc, nein. Das ist die sogenannte Brust. Man hatte früher einen Skrupel zu den Weibermöpsen, zu benennen. Deswegen hat man die Brüste genannt, weil die Brust, les mal nach, das ist genau das, was zwischen den Brüsten ist, zwischen den Rippen. Das ist die sogenannte Brust. Ja, aber ich glaube, der Volker ist jetzt gerade abgeschmiert. Ja, nee, ich bin wird schon wiederkommen, dann mache ich mir gar keine Platte. Ja. Jedenfalls, ich meine, worauf Volker hinaus wollte, das ist mir schon klar. Werte, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Redseligkeit, Arbeits-, also Fleiß und so weiter. Das sind ja die Michael, wenn wir nicht alle im Internet wären seit 20 Jahren, dieselbe Sichtweise, das ist die Frage. Ja, aber wie gesagt, ich sehe die Werte, so wie ich sie damals beigebracht bekommen habe, die sehe ich zum Teil durch die Zeit verändert. Denn wenn du heute ins Aus... Meine Frage nicht beantwortet. Die habe ich nicht ganz verstanden, weil du weg warst. Wenn wir jetzt heute hier sind, nicht vom Internet ständig verseucht wären, das heißt, ich sehe mich in einem moralischen Konflikt, in dem ich mich mit jemandem auseinandersetzen möchte, der behauptet, die Erde ist flach. Ich weiß aber, sie ist rund. Und ich muss dem nicht erklären, dass die rund ist. Er will mir aber erklären, dass sie flach ist. Im Normalfall, in der Kneipe, würdest du dich dann zwei Stühle weitersetzen. So, Ich muss ja Kompromisse hier eingehen aufgrund sozialer Kompetenzen. Das heißt, du kannst ja nicht alles, was schräg denkt, ablehnen. Also das tut man ja auch nicht. Aber in dem Moment, wenn ich mich auf diese Nummer einlasse, geht im Prinzip diese Doofkopf, du wirst bescheuert gemacht im Schädel. Ich muss Kompromisse mit Leuten eingehen, wo ich eigentlich sage, was die erzählen, ist kompletter Bullshit. Also meine Erziehung sagt das, mein Wissen sagt das, meine Schulbildung sagt das, meine Lebenserfahrung sagt das, ist Bullshit. Und trotzdem muss ich mich so geisteskrank rund um die Uhr reinhauen. Ja, das ist schon richtig. Aber die, die,
die Geschichte ist doch die, wenn du es nicht willst, dann brauchst du es nicht machen. Denn du kannst ja auch hier den Hangout einfach beenden und sagen, so eine Scheiße gucke ich mir nicht an oder will ich mir nicht angucken. Nein, wir sind aber an einem Punkt, wo diese, die Art der Diskussion so ätzend ist, dass zum Beispiel Pauline sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Nummer jetzt hier gerade, weil wir uns wieder im Kreis drehen. Das heißt also, statt Problem erkennen, gehen wir in die Schuldzuweisung für die anderen. Und das ist aber wieder ein Fehler. Der Deutsche hat mal das Prädikat gehabt, Dichter, Denker und Lösungsfinder. Das heißt, wir haben immer durch Nachdenken eine Lösung für ein Problem gefunden. Das, was hier praktiziert wird, ist nur Schuldzuweisung verschieben, mehr nicht. Und da bin ich wieder raus, da bin ich wieder, wo ich sage, ich habe mich da selber drauf eingelassen, die ganze Zeit, aber ich bin da auch bei Pauline. Ich sehe hier keine plündernden Truppen und Horden durch Hamm ziehen, noch nicht. Und wenn es so kommt, ändere ich meine Meinung, aber bis es soweit ist, habe ich jetzt die alte Meinung und dabei bleibe ich auch. Immer nie mehr ansprechend. Es ist ja genau das, was du sagst. Das Problem ist, es wird alles auch viel zu sehr schwarz gemalt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, wir werden Probleme haben bei 180 verschiedenen Nationalitäten, die wir in Deutschland haben, wird es natürlich zu Problemen kommen. Du kannst natürlich Türken und Kurden, da knallt es irgendwann, keine Frage. Aber wir müssen irgendwie versuchen, miteinander alle klarzukommen. Und das geht auch für die, die jetzt hierher kommen. Wir müssen uns irgendwie arrangieren. Da werden wir gar nicht drum herum kommen. Und wenn